Ja, fast schon sagen, seit 2 Wochen auf den nächsten Part von The Last of Us. Hab mir ein bisschen Zeit gelassen, weil ich ja wieder wie immer eine kleine Pause zwischendurch gemacht habe, mich ein bisschen erholt habe, wenn man von Erholung sprechen kann. Man weiß ja nie. So, ich hoffe, Ton ist angenehm. Ich hoffe, der Bild so ist alles angenehm. Letztes Mal hatten wir ein bisschen Probleme gehabt mit dem Kriseln beim Bildschirm, weil der Fernseher ja kein HDR annehmen wollte. Haben wir alles abgeschlossen. Das sollte jetzt nichts mehr passieren. Oh, Klebeband. Oh. Koffer kann ich nicht abmachen, ne? Schade. Och, je. Erstmal wieder eine Steuerung gewöhnen. So, wie soll ich den Kollegen jetzt umnieten? Wie war das nochmal mit der leisen Steuerung? Ach so, ja, ich weiß wieder. Und erwürgen. Ja, perfekt. Ach ja, ganz vergessen zu erwähnen. Zu einem kleinen Plauderründchen habe ich hier im Hintergrund meinen Bruder, den Silas, dabei. Der plaudert hier ein bisschen mit. Och, ein Steinchen. Das kann ich jemandem in den Kopf werfen. Bringt zwar nicht viel, außer dass er für eine Sekunde taumelt, aber. Oh, bloß nicht. Ach, und der Vince. Grüß dich. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Morgen keine Schule, oder was ist los? Und nein, wie gesagt, Fortnite heben wir uns für ein anderes Mal später auf, wenn meine Aim besser geworden ist. Wo steht der Typ überhaupt jetzt? Ach, da in der Ecke. Hier hätten auch noch wer? Nö, da ist keiner. Dann schleichen wir uns mal an. Komm her, gehen wir von hinten ran. Oh, geil, ich komme von hinten rein. Du Sau. Oh! Gut, der steht da ein bisschen behämmert. Darf ich noch. Ja, ich darf noch einen Raum weiterlaufen. Ja, perfekt. Ach, morgen hast du frei. Ja, perfekt. Ich würde mal sagen, rausgehen, safe lange, oder was? Es soll jetzt nächste Woche oder so 22 Grad werden. Ich freue mich schon wieder darauf, wenn es wieder warm wird. Ja, Mann. Ja, 3 Minus und Mathe. Ja, Mensch. Geile Sau. Gut hingekriegt. Sehr, sehr schön. Ich freue mich für dich. Eine Abschlussarbeit. Ja, er hat jetzt Prüfung für den ESA. ESA. Das geht. So, er kommt jetzt hier lang. Ja, komm noch ein Stück weiter. Komm ein Stück weiter. Vincent, oder wer jetzt? Genau. Ich wohne auf Twitch, heißt der Base Codex. Ja, ich bin gerade gar nicht auf Twitch. Ey, ja. Ich muss so Twitch deinstallieren auf meinem Handy, weil es einfach nicht funktioniert hat. Komm, 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 Ich weiß nicht, wie ich Spielplatz habe. Das ist mein Bullshit. Boah, schlaf gut, schlaf gut. Schlaf einfach gut. Jawoll. Hehehe. Cringe in Mouth Forest. Darf ich mal das Metallröhrchen hier mitnehmen? Damit kann ich schön am Kopf schlagen. Das ist gut. Das Metallröhrchen. Kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen näher ans Mikro ran muss, weil ich sonst ein bisschen zu weit weg bin, aber mache ich einfach so, das geht schon. Oh, jetzt eine Cola an diesem Automaten hier. Oder eine Limonade. Die gute Pazifiza. Die Limo der Pazifisten. Man kennt sie. Wie, wo, wer? Ach, da drüben. Da ist ja noch jemand. Guten Tag. Noch jemand, der erwürgt werden will. Kommen Sie mal her. Ich habe für alle. Hier wird jeder bedient. Kommen Sie her. So. Ja, wie gesagt, wir gehen morgen auf den Schwarzkopf-Spielplatz und dann spielen wir da Fußball auf dem geilen Fußballplatz. Da werde ich wie Manuel Neuer halten. Bei dem geilen Untergrund kann man nur gut halten. So, nun ist die Frage, wo ich raus soll. Ich würde am liebsten jeden Raum erkunden, aber bevor ich mich noch verlaufe und von hinten entdeckt werde, gucke ich mal lieber vorsichtig nach dem Ausgang. War da wer? Ah, ah. Service, Zimmerservice. Oh, da ruft jemand. Perfekt, jawohl. Was? Wie? Oh! Was? Munition ist. Ach, du verdammter Idiot! Mensch, Vergangenheitswolfi, hättest Munition nachfüllen müssen. Verflixt. Muss ich den mit dem Talrohr 1 überziehen hier? Jetzt haut drauf. Haut drauf! Oder auch nicht, dann erwürgen wir ihn halt wieder. Wenn es sein soll, dann machen wir das halt so. Ja, geil, So, ich der. habe jetzt ein neues Profilbild bei WhatsApp, Alter. Oh, ja. Freue mich, der Flo kommt gleich, da bin ich gespannt, da freue ich mich. Ich muss mal wieder bei mir im Stream vorbeischauen, ich war jetzt lange nicht mehr da. Ich war generell jetzt lange nicht mehr auf Twitch, in anderen Streams. Beim Freaky ab und zu mal wieder.
Aber jetzt richtig aktiv war ich vielleicht beim Gronkh ein Stündchen oder sowas, aber richtig aktiv war ich tatsächlich die ganze Zeit nicht. Ach, US Army, die haben wieder alles versperrt, aber die Armee ist ein bisschen zu gründlich in diesem Hotel. Das gefällt mir nicht. Zimmer 205. Von der Seite sieht so halbwegs aus wie das Zimmer, was man im Hauptmenü sieht. Interessant. Ah, hat eine Streampause. Ja, selbst einer der genialsten Streamer muss sich auch mal eine Pause gönnen. Von wem redest du? Von YouFlow. Ach, doch von dir. Ja, von mir rede ich ja sowieso, aber. Eigenlob, Eigenlob. Ah. Morgen 24-Stunden-Stream. Oh, da muss ich reingucken. Kann ich auch, je nachdem, wann er morgens anfängt, morgens ein bisschen reingucken, während ich mit Serge eine Runde zocke. Dann nachmittags ein bisschen. Dann streame ich. Kann aber vorher noch erst zu Hause so stressen, das kommst du gar nicht. Was habe ich jetzt wieder gesagt? Moment mal. Hab ich da gerade. Ach nee, das war Sprengstoff. Pff. Mensch, das Zeichen sieht aus wie Drogen, hallo? Das sieht aus wie Hanf. Mensch, kannst du nicht ins Spiel packen? Aha. Sag mir doch, sag, sag Weiß doch. jemand, wie Hanf aussieht? Ja, ich weiß, wie das Hanfzeichen aussieht. Ich weiß es nur, damit ich es nicht anfassen brauche. Hell? Baby? Hallo? Hier mal zu Hause? Jetzt hier Service? Ach, hier war ich gerade schon, ja. Dann checken wir mal die von uns aus gesehen linke Seite, ob da waren. Ach, noch eine Cola und so weiter. Ich will eine Cola haben. Ich habe nur Wasser hier stehen. Aber Wasser ist gesund, gesünder als Cola. Cola erfrischt, aber ist ungesund trotzdem. Ich trinke gerne Cola. Aber zum Streamen empfehle ich Wasser. Gibt nichts Besseres. Es sei denn, man macht 24 Stunden Stream, dann darf ein Energy sein, aber wirklich nur einer. Zumindest Einer, ich. ja, moin, was Zumindest. soll das? Du trinkst nur ein Energy. Das ist so, als wenn du sagst, jo, ich esse einen Schokobon. Zumindest ich brauche nur ein Energy, um wach zu bleiben. Das weißt du auch. Ja, ich brauche eine Palette. Ja, der hat neulich, wie viel waren das? 10 Red Bull Dosen gesoffen. Und ist trotzdem, noch nicht ganz, aber trotzdem um 4 Uhr morgens schon eingepennt. Ach, die Flo-Emotes. Na, die habe ich auch noch. Bin jetzt seit drei Monaten Subscriber. Yay! Ah, oh Gott! Greif ihn, greif ihn, greif ihn! Ach, scheiß drauf. Ich habe ihm nur leicht den Kopf mit dem. Ich habe ihm mit dem Metall rund um den Kopf gestreichelt, Ellie. Das ist eine. Hohoho! Eine Schönheitsmassage! Hohoho! Aua! Hui! Oh, dann bin ich gestorben. Es kamen drei Typen im Raum, einer hat mich K.O. gehauen. Ja, danke schön. Level 12, der Vince. Gibt nur einen Menschen, oder? Gibt sogar zwei schon? Nee, gibt nur einen Menschen, der höher als. Gib nur einen, der höher ist als du. Das ist Sergio, der ist Level 13. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe dir nicht vorgeschrieben, was du trinken sollst. Hab dir nur einen Vorschlag gemacht. Mann. Ach, da ist noch einer. Da komm mal her. Hallo? Ich komme dich besuchen. Mann. Deine. Ja, ich sehe es, du hast ein Holzbrett in der Hand. Aber siehst du das hier? Das ist ein Metallrohr. Das tut weh. Ja. Und das sind meine Arme. Spürst du, wie sich die Arme um deinen Hals legen und dir die Luftröhre abdrücken? Okay, jetzt wird's aber cringy. Ach ja, ich habe meinen Spaß bei dem Spiel. Heiligsbleche. Das bin nicht ich, das ist der Kollege hier. Der klopft auf den Tisch. Der klopft dreimal drauf, weil er gerade eine schwarze Katze gesehen hat. Oh, eine Ja, das war Dusche. auch ganz lustig. Was? Nichts. Ach so. Eine Dusche? Ach ja, schade. Ich wollte jetzt hier gern ein Bad nehmen, aber die Dusche ist leider ein bisschen vollgefüllt. Geht nicht. Ja, wollen wir knuddeln Leute tot. Das passt zu mir. Oh. Geiler Spruch. Wolfie knuddeln Leute tot. Mach das mal als Command. Das kann man dann in so Spielen hier ganz gut einfügen. Gefällt mir. Oh Gefällt mir.
Oh, fuck! Alter! Der hat mir ein bisschen zu viel. Die Kopfhörer sind noch eingestellt, Alter. Muni! Schießt. Was hört man? Wenn du schießt. Oder, keine Ahnung, schlägst. Jetzt im Stream oder nur bei dir jetzt? Ich hab's gar nicht. Ich weiß nicht, ob es im Stream ist. Aber die hört man so. Gut, dann ist es im Stream wahrscheinlich nicht. Hab ich noch. Okay. Warte mal, war denn das jetzt hier? Wo ist die Taste Würsten? Nee. Wo ist denn die. Da. Hallen wir uns mal gerade. Der hat uns ganz schön zugesetzt. Da habe ich eine Kugel abgekriegt. Nee, lieber geduckt. Moment. Geil, da keine Munition mehr. Ja, super. Hat die andere denn noch Munition? Ja, 20 Schuss. Na, wenigstens etwas. I damn stupid Adam. Da ist der Command. Ich freue mich. Ach, herrlich. Wo ist der verdammte Ausgang in diesem Hotel? Alles ist hier versperrt. Sag mal, Komfort hat das Hotel hier sowieso nicht. Putzen tut ja auch niemand. Ach, wirklich, das ist hier. Na, guck mal. Na, guck mal, wenigstens. Also ob ich mich jetzt mit dem Lappen hier ins Hotel stelle und putze. Ja, guck mal, wenigstens Feuerschutz gibt's hier. Na, wenigstens etwas. Guck mal an. Der Fortschritt, ja. Der Fortschritt ist nicht ganz verloren gegangen, Leute. So ist besser. Apropos, wo ich gerade den Totenkopf da hinten, den als E-Mode sehe. Eigene Emotes kann ich erst später erstellen, ne? Da muss ich noch ein bisschen was. Ich schreibe mir so. Da muss ich noch ein bisschen was auf dem Channel tun, weil so war das doch, oder? Ach nee, komm. Organo. Fahrstühle! Ach ja, in case of fire, use stairs. Not elevators, natürlich. Im Falle eines Unfalls oder einer Gefahr, nutzen Sie bitte die Treppen und nicht den Fahrstuhl. Steht in jedem Hotel. Ganz ehrlich, wen interessiert's? Ey, wenn's oben brennt, dann wird wohl keiner so genau darauf achten, ob er jetzt einen Fahrstuhl oder die Treppen nimmt. Ich glaube, jeder nimmt die Treppen. Gut, es sei denn, es brennt im Treppenhaus. Da kann es natürlich sein, dass die Stromversorgung angegriffen wird. Philipp! Guten Tag. Tja, Philipp, wie versprochen. Der 24-Stunden-Stream ist wie versprochen am Freitag geplant. Jetzt ziehe ich auch durch. Wenn ich ihn nicht vergesse. Vince, aufschreiben, mich dran erinnern. Ich vergesse sowas gerne mal wieder. Mein Gedächtnis ist. Bist du blöd? Ah, doch, stimmt. Ja, das ist morgen 24. Nee. Doch. Oh. Tja, dann wird es morgen wieder mal nichts, weil ich morgen wieder zugeplant bin. Erstens wegen einer, ich sag mal, Privatangelegenheit. Da möchte ich jetzt nicht so gerne im Stream drüber reden. Da ich weiß sie. Danke. da habe ich Kleinigkeit zu tun. Das ist auch noch Friseurtermin morgen. Das heißt, wenn ich morgen Abend streame, sieht nämlich mit neuer Frisur hier. Oder was heißt wahrscheinlich ohne Haare? Weil ich mir. Schick mir dann aber ein Bild. Ja, mache ich natürlich selbstverständlich. Dann seht ihr mich hier mit Vollbart, aber. Mit. Mit der gleichen Frisur wie ich. Mit etwas. Und wenn ihr wissen wollt, was er für eine schöne Frisur hat, müsst ihr mal auch bei mir auf Instagram vorbeischauen. Oh. Schleichwerbung hier. Oh, na toll. Erstmal alle auf Instagram. Silas_Michel. Danke. Ja, dann machen wir das so. Dann verschiebe ich das jetzt auf Samstag. Damit ihr alle schon mal Bescheid wisst. Morgen leider absagen, weil ich wirklich zu viel zu tun habe. Und dann, aber wirklich Samstag. Samstag bin ich bestimmt abends auch mit dabei. Und dann wirklich, ja, GTA natürlich, ne? Wenn du dann auch Bock hast. So, und dann Samstag ziehen wir auch wirklich durch. Ich muss gerade überlegen, sagen wir mal ab 10 Uhr morgens vielleicht oder ab 11 fange ich an. Dann mache ich zwischendurch mittags mal Pause, wenn ich was essen gehe. Und dann geht's weiter und so weiter und so weiter. Aber Vince, das sagst du auch bitte Sergio, dann ist kein Rausgehen am Samstag. Dann ist kein Rausgehen, das merkt euch mal bitte. 24-Stunden-Stream ist 24-Stunden-Stream, genau. Da lasse ich mich auch nicht ins Handwerk Ich rede mir wieder meine eigene Soße zusammen gerade. Ach, da ist der Pro-Gamer, der Sergio. Jetzt hab bloß, ich bin schon wieder aufgestellt. Das mache ich jetzt nicht im Stream, das mache ich später.
Warum stelle ich mich selbst eigentlich immer auf? Ach so, ja, stimmt, das mache ich ja morgens immer. Stimmt, weil ich ja morgens immer dann, wenn die Kollegen alle aufgehen, dann noch gemütlich eine Runde alleine zocken will. Einfach ganz gemütlich. Stimmt, das mache ich immer. Oh. Vorsicht, Joel, nicht runterfallen. Ist glitschig. Sergio, was soll ich machen? 24-Stunden-Typ ist ein bisschen wichtiger als das Spiel. Und wenn ich Bock habe, streame ich das Spiel einfach dann mit. Ist zwar nicht von Anfang an, aber macht nichts. Machen wir einfach. Hier ist wieder unser wunderbares Schild. Im Falle eines Alarms, benutzt die Treppen, bla bla bla. Das lese ich mir gar nicht durch. Im Falle eines Alarms laufe ich die Treppen runter ins ungefährlichste Stockwerk und springe von da aus runter. So einfach ist es. Wenn es nicht gerade in dem Stockwerk brennt, dann habe ich ein Problem. Hier ist es dunkel. Holla, holla, das ist aber wirklich schwarz wie ein Bärenpopo hier. Uiuiui. Ich hoffe, ich habe gerade nichts Falsches gesagt. Ich weiß ja nie, wie weit ich ausholen kann mit den Witzen. Da bin ich immer Wegen vor. Da, Twitch oder was? wegen Twitch mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen, aber man weiß ja nie, wenn auf YouTube sich jemand anguckt. Oder eben generell YouTube, wie YouTube da reagiert, wenn man bestimmte Witze reißt mit Schwarz, bla bla bla. Da weiß man ja nie. Mit schwarzen Farben, ne? Buntstiften. Buntstifte! Sind schöne Mit Farben. schwarzen Buntstiften. Sind schöne Buntstifte, ne? Ja. Hier ist Und wir wie. lieben sie und sie gehören auch mit dazu. Oh, Messer hält zwei Treffer länger. Oh, geil. Ich freue mich. I dumb, stupid or dumb, huh? Nee, das kann ich verstehen, Sergio. Ich hab heute ein bisschen verplant, die ganze Zeit Bescheid zu sagen und so weiter und so fort, weil ich hier die Sorgen damit hatte, das Bankproblem zu regeln, von dem ich jetzt hier nicht weiter spreche. Aber das wird demnächst alles wieder klappen, hoffe ich. Hoffe ich. Ich sag nur so viel, wenn ich Pech hab, sitze ich bald kurz einmal vor Gericht und das war schon wieder, aber lieber. Und du hast es doch gesagt. Mehr sage ich dir aber nicht. Aber ich sage nur so viel, lieber nicht vor Gericht setzen, als lieber einmal nicht vor Gericht setzen, als doch. Ne? Ab 13 Uhr, da bin ich da. Ich bin dann allerdings ab 13 Uhr erstmal nur eine Stunde da, weil ich um 14 Uhr zum Friseur gehe, aber danach bin ich dann direkt wieder da. Brawlhalla. Das Brawlhalla können wir nachher vielleicht noch machen, ja. Allerdings sehr früh morgens, Philipp. Ich weiß zwar, du spielst gerne bis früh morgens Fortnite, aber ich weiß nicht, ob du dann noch wach bist. Du hast vielleicht auch Schule, ich weiß es ja nicht. Morgen sind noch Prüfungen. Manchen. Bin ich gerade ernsthaft zurückgelaufen? Ich kill mich selbst. Leck mich am Arsch! Die Leiter lässt du bitte stehen, Joel. Die steht da sehr gut. Dann muss ich wieder hoch. Ich kill mich selbst. Ich laufe wieder falsch. Ach, erst in 4 Wochen. Dann ist ja kein Problem. Ich dachte gerade schon, da steht ein Gegner. Glücklicherweise nicht. Und wieso kein Prime? Ich habe doch Prime. Hoffe übrigens, ich bin nah genug am Mikrofon. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ich höre dich perfekt. Wunderbar. Habe ich übrigens gestern extra nochmal auf YouTube davon überzeugt, dass ich auch wirklich ein qualitatives Mikrofon habe. Habe extra nochmal beim guten Tech-Boss, gerne mal vorbeischauen bei ihm auf YouTube-Kanal, jetzt mache ich selbst gerade mal Werbung, beim Tech-Boss reingeschaut. Der macht dann nämlich immer ganz gerne so ein paar Vergleiche mit anderen Mikrofonen oder stellt sie vor. Und da habe ich ein ganz okayes Mikrofon erwischt. Hatte ja kurz nach dem Video überlegt, ob ich mir dann doch lieber das Rode NT-USB-Holder hab den Plan dann doch zurückgehalten. Ich hätte dich dann auch geschlagen. Ja, eben deswegen. Das Ja. kannst du dir kaufen, wenn du mit Twitch Geld verdienst. Ich habe das ja. Hier buntes Mikro. Ach, ich fresse das Mikro aufgehalten. Sergio, ich schreibe dir das gleich. Aber jetzt nicht. Ich schreibe dir das mal nachher. Wenn ich vielleicht gerade das Spiel wechsle, dann schreibe ich dir das nachher mal.
Ist eigentlich keine große Angelegenheit. Ist, glaube ich, oder zumindest hoffe ich, eine, die sich relativ schnell klärt. Wenn ich halt einmal vor Gericht muss, dann muss ich halt einmal vor Gericht, wenn es dann wirklich sein muss. Muss ich mir von Mama wieder was anhören wahrscheinlich, oder nicht nur von Mama, von der ganzen Familie wahrscheinlich wieder. Und dann, naja, ich weiß nicht. Könnte sich ganz negativ auswirken, wenn ich wirklich vor Gericht muss, aber ich hoffe, ich muss nicht. Oh. Ja, ich schreib's euch beiden, ist ja gut. Ihr habt Mit Glück. einer Strafakte. Ja, wollte gerade sagen. Ihr habt Glück, dass ich euch beiden so sehr vertraue, dass ihr es erfahren dürft. Haha, ich wusste es vor euch. Haha. Nee, Sergio, man kommt ja manchmal vor Gericht wegen Kleinigkeiten. Weißt du, das ist manchmal. Oder auch, weil man eine Oma abgestochen hat. Das war jetzt etwas zu viel. Ja, ich hab's nur geleakt, was du gemacht hast. Ganz ehrlich, Sergio, da muss ich auch mal. Sergio, ja. Sieh das, da muss ich auch mal sagen. Du weißt genau, wie ich meine Oma liebe. Ich habe nicht gesagt, wir haben nicht gesagt, deine Oma. Ich habe gesagt, eine Oma. Ei! Ich sehe schon die Schlagzeile. Bordesheimer Junge ersticht Oma. Nein, Spaß, Du, wenn du meinst, Spaß, was immer jung bist, ne? ich hab dich gemeint. Nee, dann wird da stehen, glatzköpfiger Redneck aus Bordesholm hat Oma mit per Kopfnuss getötet. Ja, schön. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich einen Wiki finde. Kurz mal konzentrieren aufs Spiel. Was hat man für Redneck? Ich wollte Skinhead sagen, bin ich behindert? Mein Gott. Long necks and ragnecks are my friends. Beer made in whiskey. Ach, Country Music. Bin Das ist ich? ein Leben, Alter. Ja, ein herrliches Leben. Sören, da geht man das nicht zu. Schön, schön, der Chat freut sich. Ah ja. Warte mal, das war jetzt hier wieder die. Ach nee, hier ist gar keine Treppe. Hier waren die Fahrstühle, okay. Oh, dieses Hotelwirrwarr hier. Oh. Ganz ehrlich, in dieses Hotel werde ich, selbst wenn es irgendwann aufgeräumt wird, nicht einchecken. Es ist so ein Irrgarten hier, das ist. Oh. Ey, gefüllt ist jedes Hotel in Irrgarten. Sergio, ich schlachte dich morgen. Mach diesen Command weg. Was hat er für ein Command gemacht? Hol den Madden 20! Hol den Moment 20, Digga. Damit du gegen Jared wieder verlieren kannst, 73-0, und Rage quitten kannst. Ich lache, aber safe will ich nicht anders. Höchstwahrscheinlich, oh. Hab ich gerade die Metallstange weggeschmissen? Nee, hab ich nicht. Klang gerade so. Dankeschön, Vince. Wie immer ist Verlass. Wie immer ist da viel Verlass auf Vince. Apropos Vince, wo ich gerade schon dabei bin. Wann streamst du eigentlich wieder, wenn ich mal gerade fragen kann? Wäre auch mal wieder interessant zu wissen. Oh, nee, ich frage anders. Wann streamst du wieder Fortnite? Du streamst ja nur Fortnite. Nicht böse gemeint. Und ja auch am meisten Picks. An sich. Ernsthaft? Ja klar. Na gut, aber für Das mich. wollen die ganzen dummen Kinder auch alle sehen. Für mich ist Fortnite halt nichts, weil bei mir sehen die Für dummen dich ist halt Kinder. auch die größere Rotze, Alter. Bei mir sehen die Kinder nur einen idiotischen Streamer, der nicht schießen, der schießen kann, aber nie das Ziel trifft. Wenn er trifft, dann trifft er mit Glück. Außer auf der Sniper-Map, da treffe ich auch mal gezielt, aber ja, das ist ja keine richtige Battle Royale-Runde. Ja, apropos, ich habe glaube ich schon. Wir haben, ich hab nicht nur zu viele Spiele auf der PS4, ich habe auch schon zu viele Commands. Ich kann nicht aufhören zu. Oh ja, geil, Basie. Jawohl, Baseball. Hier liegt wieder ein Päckchen Cannabis. Nehmen wir mit. Also Sprengstoff. Ja, so Klammern. Sprengstoff. Ja, wahrscheinlich der Sprengstoff, Also hier ist eine den du da gerade Außenseite. eingesagt hast, der sprengt wahrscheinlich ordentlich dein Gehirn weg, ja. Ja, man weiß ja nie. Oh, du hast den Witz nicht gecheckt, Alter, nice. Das heißt nicht spannend. Du könntest ja, warte mal, du könntest ja tatsächlich, du liebst das Spiel ja sehr. Es würde auch wahrscheinlich gut ankommen, wenn du tatsächlich mal Far Cry 2 streamen würdest. Da wäre ich auch tatsächlich lange dabei. Schau mir gerne an.
Ich könnte selber mal Far Cry 3 weiter streamen. Oder von Anfang an streamen. Der letzte Far Cry 3 Stream war ein bisschen langweilig. Oh, dieses Hotel macht mich verrückt. Ich finde den Ausgang nicht. Hier ist ein Schrank im Weg. Den Weg kenne ich schon. Hier liegt einer, den ich erdrosselt habe, liebevoll. Mit einer liebevollen Umarmung. So töte ich übrigens alle Leute, für die, die gerne mal von mir getötet werden wollen. Ich töte immer präzise, aber mit einer leichten Umarmung. Liebe. Ach, hier ist wieder die hässliche Dusche mit Müllsäcken drin. Darf ich mal fragen, auf welchem Schwierigkeitsgrad du spielst? Ich spiele das Spiel. Unmöglich. Nein, ich schwöre ganz ehrlich, ich spiele es auf normal. Ich spiele es nicht auf einfach. Weil Last of Us ist für mich ein zu besonderes Spiel, dass ich es auf einfach spiele. Das übrigens auch an alle, die es selber spielen wollen. The Last of Us ist schon irgendwie was Besonderes. Es ist ein, wirklich einer der, wirklich der Klassiker auf der Playse. Da muss man schon mit Gefühl und Geschick rangehen. So wie ich hier gerade im Irrgarten. Ach ja, bringt's das, wenn ich die Treppe hochlaufe? Ja, ich bin hier richtig. Servus! Ich bin nicht da. Also, wenn du mich suchst. Ja, ich knuddel Leute. Genau. Nee, ich knuddel Leute tot. Ist da wer? Ich sehe Ah. schon bald, so deine erste richtige Freundin stirbt nach so einem Monat, weil sie dir tot gekuschelt hat. Oh nö. Bitte nicht. Da hinten. Ah, da kommt. Kommt das sogar zu mir? Ja, komm her. Komm her. Ja, wein! Hey, Söre, Perfekt. du musst deinem Chat sagen, was wir für arme Typen sind. Wir wurden beide von einem Mädchen weggekauft. Ja, ist doch geil. Machst du einen richtig langen Stream, spielst du Far Cry 2 durch. Ja, okay, Söre, geh halt nicht drauf ein. Also, ich hab doch gerade gesagt, ich hab doch gerade was dazu gesagt. Du hast gesagt. Das ist echt krass, was du dazu gesagt hast. Ich habe gerade gesagt, oh ja. Ja, anstatt dass du mal erzählst, was passiert ist. Ach so, ja, das kann ich auch im Stream erzählen. Das ist nicht schlimm. Ich bin nicht hier. Such mich. Hallo! Muss ja nicht den Namen erwähnen von der Person, die dich Ich mache kurz auf weggekauft Stopp. hat. Einmal kurz zum Erklären. Damals in der Schule, also seit der 5. Klasse, war ich in ein Mädel verknallt und ich habe es bis heute nie geschafft, das Mädchen anzusprechen, weil ich einfach so dermaßen schüchtern war. Ich bin es immer noch. Bisschen Selbstvertrauen durch die Sache zurückgewonnen, aber ich war dermaßen schüchtern. Das, was ich nicht geschafft habe, bis zur 10. Klasse und so weiter. Jetzt habe ich es letzten Monat oder ja doch war letzten Monat mal geschafft, sie anzuschreiben mit der Sprachnachricht und so weiter. Alles erklärt, bla bla bla. Haben Korb kassiert, weil sie schon Freude hat. So. Um einmal die Geschichte zu erzählen. Ah! Hau mich nicht, hau mich Oh. nicht. Aua, aua, aua. Ja, jetzt muss ich mal erzählen, was bei mir passiert ist. Ja. Boxkampf, beim Preisboxer. Ah. Übrigens ist es kein Stream ab 18 nötig, das Spiel ist ab 16. Auch wenn es ein bisschen brutal rüberkommt, ist es ab 16. Es war nie. Kann Nein, man nein, 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 nein. Es war nicht Nierenstich. Es war nicht Nierenstich. Nierenstich, dieses Nierenstich-Bild kenne ich tatsächlich gar nicht. Das ist nur so eine Geschichte von Jared gewesen. Nein, das Spiel ist ab 16, soweit ich weiß. Habe ich da falsch geguckt? Ich google kurz. Wie jeder Pro-Streamer google ich kurz. Wie Gronkh es immer macht, wenn er was wissen will. So, kurz mal Pornhub hier schließen, ne? Wie man ihn kennt. Den Witz musste ich einmal reißen. So, Oh, ich dachte, das wäre erst gemeint. Nein, 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 wirklich nicht. Wirklich nicht. Also bei mir muss ich das dann ehrlich schließen. Ja, ist So. aber immer so ein Struggle, wenn ich so auf Safari gehe. Ich habe ja ein Apple-Handy. Und mein Vater so neben mir steht, dann denke ich mir jedes Mal so: Oh, bitte guck jetzt nicht auf mein Handy. Und dann muss ich so ganz schnell immer so den Tab wegmachen. Hey, und ich denke mir nur so: Oh, Oh. bitte. Oh ja, lol, tatsächlich.
Sorry, Sergio, du hast recht gehabt. Ist ab 18. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, wir die ganze Zeit ab 16. Aber kurz mit den Ziel ins Ziel hinaus. Warte mal, das kann ich auch schnell selber machen. Ich schreibe da einmal nochmal kurz hinter. Nicht und. Verflixt. Band 4. Wo ist die Klammer? Genau, ich kann nach USK 14 schreiben, das ist noch besser. So, USK 18. Weiß halt leider nicht, wie das genau geht. Wahrscheinlich braucht er einen PC für, deswegen mache ich es erstmal so über den Weg. Wenn es anders nicht geht. So. So. Perfekt. Ich hoffe, der Titel hat sich jetzt geändert. Wenn nicht, einmal Seite aktualisieren, dann ändert sich das auch. Wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder hingelaufen? Achso, ich bin im nächsten Raum, ja. Oh ja, gerne, erzähl mal ruhig. Wir hören zu. Gut, Sergio hört vielleicht, oder besser gesagt, Sergio liest vielleicht nicht mit, aber wir lesen gespannt deine Geschichte mit. Zürich, du solltest, egal. Was denn? Nein, alles gut. Problem mit meiner Kamera? Ist keine Ahnung, ich gucke, der ist hinter nicht. Ach stimmt, du bist ja gerade am Anfang einspielen. Nochmal schön Ja, ich wollte erste. sagen, du musst, wenn du jetzt deine Geschichte erzählt hast, dann musst du ja auch meine Trauergeschichte erzählen. Achso, gut, dann, wenn ich die war jetzt, dann erzähle ich die. Ja, Ja. das kam gestern zustande. Ich kam in die, oder besser, er kam in die Party. Und dann erzählt er mir, er hat gestern ein Mädel kennengelernt, oder besser gesagt, Das habe ich nicht kennengelernt. ein Freund von ihm wollte ihn mit dem Mädel verkuppeln. Und dann haben sie sich ja kennengelernt. Und das Mädel war halt, so wie sie das gemerkt hat, von der Zeit irgendwie abwesend. Er war immer am Handy, hat immer Nachrichten geschrieben und so Ja, weiter. Nur ab nur und so zu mal. nebenbei. Ich fand die echt geil. Ich fand die echt süß und konnte mir was vorstellen. Genau, und da fand sie halt süß und so weiter. Moin Flo übrigens, guten Tag, wir spielen gleich weiter. Noch mal kurz erzählen. So, und dann am Abend schreibt er ihr halt, was war los, kam ich irgendwie komisch rüber oder so weiter und so fort. Wir können uns dann ja kennenlernen und so weiter und so fort. Und sie schreibt zurück, nee, hatte nur einen schlechten Tag, wie den letzten Tag auch und so weiter und so fort. Und wir können es gerne weitermachen und es ein bisschen mehr kennenlernen, aber Freunde bleiben. Nein, sie hat, so hat sie es nicht gesagt, aber sie hat gesagt, ja, wir können uns ja kennenlernen und Freunde sein. Und ich war natürlich so, jo, okay, das Thema ist so gelten. Ja, Vince, die Wette gewinnst du. Die Wette gewinnst du. Wo war ich stehen geblieben? Ach, dass der Flo ins Stream kommt. Hilililei. So. Mal kurz gucken, das Mikrofon war schon wieder so hoch. So jetzt. Oh, keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich eine Ohrwurm davon. Ich habe mir heute bei Gronkh wieder mal ein Adventure-Let's Play angeschaut von Deponia. Und da läuft andauernd der Endscreen. Oh, keine Ahnung. Davon habe ich jetzt einen Scheiß-Ohrwurm. Der drückt mir die ganze Zeit im Ohr rum. Nicht so vorteilhaft. Besonders wenn man gerade einen Kumpel eingeladen hat und dann man die ganze Zeit vor dem Ohr rumtrillert. Oh, keine Ahnung. Passt nicht ganz so gut. So. Ach, da hinten. Moment, niemand hier im Zimmer. Bevor ich da Ey, jetzt hin. so wie du gerade gesagt hast, ne, ich muss gerade sowas von an Hansapark denken. Hä? Kennst du. Ah, nee, du bist ja kein Achterbahnfahrer. Friesnosenmonker S. Ah, man kennt ihn. Aber wieso was? Wieso kein Achtermannfahrer? Was war da? Das bringt dir nichts, wenn ich dir das erzähle, weil du es nicht kennst. Ah. Also, okay, aber ich kann es erzählen, vielleicht kennst du ja wer anders. Du hast ja gerade so mäßig Opern gesungen, gefühlt. Ja. Sing das nochmal, was du da gerade erzählt hast. Organon. Ja, genau, das klingt für mich ähnlich wie das Lied in der Warteschlange für der Flug von Novgorod. Ah. Ey, da wird nämlich so, keine Ahnung, Novgorod, Oh, ich. Novgorod. Also ja. Das habe ich auch gehört, als ich vorbeigelaufen bin, stimmt. Das kann sogar sein. Oh, Megalul, die Emotes. Ho, Megalul. Sag mal, jetzt kommen wir. Ah, nee, warte mal. Nicht umdrehen, bitte. Oder doch? Ja, bleib ruhig stehen. Bleib ruhig stehen. Ich komme. Ich komme zu dir. Lass dich umarmen. Lass dich knutschen. Ich knuddel dich freundlich. Ja. So. Genug. Jo, ich stelle mir gerade vor, du, dass du so deine erste richtige Freundin kennenlernst.
Lass knutschen. Oi, oi, oi. Komm mal her, Schnitte. Was hier knutschen, no? Schnitte, sag mal was. Lebst du noch? Ups, scheiße. Ich hab dir tot geknutscht. Ich mir das gerade vorstellen. Oh nee, das ist naja. Halt, nee, oder? Oder? Ah nee, doch, eine Etage höher. Ja, da geht's raus. Fahrstuhl. In case of emergency, use the elevator. Ja, ne. Ja, ja, generell. Ruhig mal auf YouTube vorbeischauen. Your Narrator, ein genialer Typ. Hä? Au! Leg die Schrotflinte weg. Das tat weh. Was denn, Ellie, Herrgott? Der hat mir mit der Schrotflinte in den Bauch geschossen. Das war selbstverständlich, dass ich ihm ganz freundlich mit dem Holzbrett den Kopf perforiere. Also bitte, keine Beschwerden. Immerhin schleppe ich dich hier die ganze Zeit mit. Nein, Ellie, mein Scherz. Du bist ehrlich ein liebes Mädchen, das muss man sagen. Aber trotzdem, solche Kommentare? Nein, lass sie bitte. Ich habe meine Gründe, wenn ich den Typen den Kopf einschlag. So. Darf ich jetzt in den Fahrstuhl rein, vielleicht? Sören wird einfach pädophil mit diesem Mädel. Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Nichts. Ich stelle mir das gerade irgendwo vor. Hey! Typi, komm wieder her! Du hast schon richtig gesehen, hier oben ist einer. Komm zurück! Ne, er steckt hinter dir, dreh dich um. Och, dann eben nicht. Knuddeln! Juhu! Ja. Liebevoll. So, wo bist du jetzt? Er sieht es und läuft weg. Bin ich anders gewohnt von den Typen hier, aber. Molly hilft ja auch nichts. Oh, und eine Flasche Natriumchlorid. Chemie. Hier geht's auch raus? Oder ist es hier das Fenster? Jupp, das ist selbiges Fenster. Von eben gerade. Ich bin voll gut drauf gerade. Was ist denn los? Wieso bin ich gerade? Normalerweise geht es mir eigentlich gerade total scheiße wegen den ganzen Situationen halt. Aber ich Du habe gerade. freust dich, dass ich da bin. Aber ich habe gerade voll. Ja, das wird sein. Das wird halt gerade irgendwie sein. Ich habe gerade voll die gute Laune, weil mein Bruder einfach gerade da ist und ein bisschen mitplaudert. Schön. Was denn? Nichts. Ich war schon drauf. Ja. Du Ja, Vince, du sagst es. Freundinnen sind Mangelware. Ja. Ja, bei mir war es eine Zeit lang nicht so, würde ich mal sagen. Darf ich es andeuten? Oder sagen? Ey, pass auf, was du sagst. Du kennst dieses eine Wort und damit werde ich sauer. Und das bin ich nämlich nie Ach gewesen. so, nee, das sag ich nicht. Ich weiß, was du meinst. Also, ich sag nur so viel. Mein Bruder hier, der hatte in seinem ganzen Leben jetzt bestimmt schon 15 Freundinnen. Okay, das weiß ich nicht, aber vielleicht 10. Joel? Ah, perfekt. Oh. Nein. Guter Fahrstuhl. Schön in der Leitung bleiben. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Also, Vincent, das geht doch nicht. Du musst doch beim Flo ak aktiv sein auf Insta und so weiter. Also bitte. Wie kannst du nur? Hui. Sag mal, hätte ich eine Leiter mitnehmen sollen? Oder was soll ich jetzt machen? Ach, soll ich hier Bei runter? mir, egal. Wobei, die Leiter hätte ich hier gar nicht mit runtergekriegt. Sorry. Ach, hier! Ja, was denn? Ich habe es die ganze Zeit schon gesungen, in der Hoffnung, dass du mitsingst, aber du hast es zwei oder dreimal ignoriert. Ich hab's gar nicht gehört. Ich war gerade. Ich war gerade zu kurz. Ich war. Oh, Oh, es war Au! It's America! It's America! Das ging auf Rücken. Don't go into my kitchen. Don't go into my kitchen. Don't go into my kitchen. Don't go into my kitchen!
Geiler Typ, Jon Narrator. Einfach mal auf YouTube abonnieren. Geiler Typ. Hast du den gefunden? Ja, habe ich gefunden. Hat er dafür angeguckt? Er hat fast mehr wie Josh Dobb. Ja, weil der halt auch einfach viel lustiger ist als Josh Dobbs. Entschuldigung übrigens, Hashtag at Hashtag Werbung gerade ein bisschen. Man muss aber wirklich mal ein bisschen Werbung machen hier für die Guten. Warum Werbung? Das ist so einfach nur Promo. Das ist so einfach nur geil. Ey, aber ohne 20.000 Scheiß. Euro nur für Sticker. Promo. Düm, 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 düm. Ein Türli. Sorry, die Tür. Was hast du gesagt? Entschuldigung, da ist gerade die Tür eingestürzt. Ich habe ihn live gesehen, du nicht. Wie, Josh da? Achso, Nee. FCI, ja. Das muss er mir auch immer wirklich jedes Mal vorhalten, wenn ich ihn höre. Ich habe MC Fiji und Ole. Ja, und er hat mir geschrieben. Ich habe ihm geschrieben. Na. Tja. Ich habe einen krassen Superstar geschrieben, aber. Ma! Mach mich nicht aggressiv! Noch sehe ich genug. Ah, hier. Ach, da schwimmt wer. Oh, der schwimmt nicht nur wer, da schwimmen ein paar Typen. Denen geht's gut übrigens. Ist das so? Ach, die schwimmen da ganz gemütlich, weißt du? Tja, apropos, welcher Frisur? Entweder gehe ich zu deinem Sergio oder ich gehe wie gewohnt zu dem bei mir hier um die Ecke, beim Sportverein. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich würde halt wahrscheinlich zu meinem gehen, weil ich da das Glück habe, dass meine Mutter die für mich bezahlt. Muss eh nicht selbst in die Brieftasche greifen, wa? Ja, außer sie hört, was morgen passiert. Du kannst mitkommen, Sergio, ne? Aber Maske nicht vergessen, ne? Man darf ja zum Friseur momentan nur mit Maske. Es wird lustig morgen. Auf dem Friseurstuhl sitzen mit der Maske vor dem Gesicht und die ganze Zeit schwitzen wie so ein Hund. Und der Friseur fragt: Und geht's gut heute? Ah, oh, schönes Wetter heute draußen. Und du sitzt nur: Ja, gutes Wetter. Total verschwitzt und kriegst keine Luft mehr. Typisch. In welchem Stream? Meinst du jetzt den 24-Stunden-Stream? Ich habe schon wieder Stunden gesagt, was ist denn los? Ich spreche wie ein Hamburger heute, du, ne? 24-Stunden-Stream. Stream hier, ne? Wahrscheinlich tatsächlich mal eine Runde Fortnite, eine Runde Brawlhalla. Mal ein bisschen durch meine Spielebibliothek durchgucken, was da so Schönes gibt. An wahrscheinlich eher kleineren Spielen. Ich mach Vlog, wie ich zum Friseur gehe. Ja, geil. Ja, Freunde, heute zum Friseur gehen, geil. Ich habe sie gesagt, YouTube würde cooler sein, also finde ich. Ja, YouTube kommt ja noch. Wenn PC da ist, kommt auch YouTube. Wobei, da muss erstmal ein besseres Handy her, was Kameraqualität hat. Oder eine Kameraqualität, wo man Vlogs aufnehmen kann. Ach, du meinst Flo. Entschuldigung, Entschuldigung. Hätte da eine gewisse Person sein Geld schlau investiert, Ja, wäre ja, das kein ja. Problem gewesen. Ja, halt's mir vor. Ja, ich hab's, ja. Halt, war ich hier gerade nicht schon richtig? Sekunde mal. Ah, ne, das war der Lagerraum. Ja. Da muss ich hier doch durch. Was steht hier? Der Westturm B1. Alles klar. Ach nee, hier geht's gar nicht. Ah, so, nee. War doch falsch. Jetzt muss ich mich gerade orientieren, von wo ich kam und von wo nicht. Ja, du kannst mich morgen anrufen. Ich werde rangehen, jetzt wo ich Bescheid weiß, dass du auch anrufen wirst. Ich hätte deinen Rat befolgen sollen, Don Vincent. Mein Pate, ich hätte deinen Rat befolgen sollen. Ich hätte in die Akte Barbara Schöneberger investieren sollen. Ach schön. Ich habe keine Ahnung, wo es Aber lang in die geht. Akte oder in die nackte Barbara Schöneberger? Ich sagte Akte. Aber ich dachte nackte. In die Nackte lieber nicht. Wäre sie ein bisschen jünger, vielleicht, wenn sie dann gut aussehen Oh, würde. als sie jünger war, uff, das war eine hübsche Frau.
Deswegen sage ich es ja gerade, wenn sie jünger wäre, dann vielleicht schon. Aber jetzt, naja. Don't Frau know. Man muss ehrlich mal sagen, Barbara Schöneberger, eine wirklich gute Moderatorin, muss man ehrlich mal sagen. Hat einen guten Humor. Muss ich zugeben. Meine Ex-Freundin kennt sie sogar persönlich. Diesen Oder Glückspilz. meine beste Ach, Freundin. hier fliegen wieder Pilzporen durch die Luft. Na geil. Ach, das riecht auch wieder scheiße hier. Aber nee, ich bin auch Idiot. Ich habe eine Moin, Kuh. hab ne Gasmaske auf und versuche zu riechen. Ich bin auch wieder schlau. Ich dachte gerade schon. Alter, ich dachte gerade schon, Scheiße, wie hieß das Spiel? Wie hieß das Spiel? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Verdammt. Genau, ich dachte gerade schon, A Plague Tale kommt jetzt hier. Was ist hier los? Die Ratten laufen auf mich zu, Alter. Oh, das muss ich auch streamen. A Plague Tale muss ich auch nochmal streamen. Oh ja. Wobei, schlechte Idee, dann werde ich wahrscheinlich zwischendurch oder am Ende des Spiels wahrscheinlich rumheulen, weil das ein sehr emotionales Spiel ist. Und ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Das, naja. Ich habe ja schon beim, ich sag mal, wie sagt man das? Beim Epilog, beim Anfang des Epilogs tot geheult, als in Red Dead Redemption 1 ein gewisser Kerl gestorben ist. Vor allem, wie er gestorben ist. Ich sag dazu nicht mehr, wer hier im Chat Red Dead Redemption 2 spielen will. Deswegen sage ich lieber nichts, bevor ich hier jemanden spoilere. Oh, sagen, vielleicht wollte ich es nochmal spielen. Wenn du mal genug Speicherplatz hast. Besser gesagt, wenn du eine Festplatte von mir bekommst zum Geburtstag. Oder früher, wenn ich eine hier liegen habe. What if God was under us? Oh, sieh das, ich habe einen Ohrwurm schon wieder. Das ist aber auch lustig. Ist es auch. What if God was under us? It's a miracle! Es ist ein Märchen. Sind hier liebe Rattileins? Hallo? Ach, hier ist der Waschraum. Wenn man näher ans Mikrofon ran hier, das ist nicht gut so. Der gute Waschraum. Ja, das Gefühl habe ich auch, dass ich was falsch mache hier im Spiel. Manchmal. Und ich singe im Stream, wenn es mir passt. Aber ich versuche auch gut zu singen, versprochen. Ich versuche gut zu singen. Oder wenigstens so, dass es nicht absolut in den Ohren wehtut. Und die scheiß Taschenlampe, und die scheiß Taschenlampe streikt schon wieder. Das ist doch unfassbar. Die Taschenlampe ist nicht von Corona betroffen, aber streikt trotzdem rum wie sonst was. Das ist doch echt. Was ist. Oh, schnell weg hier. Igitt. Ah, ekelhafte Pflanzen. Hallo Zombie. Schlüsselkarte. Moment. Zombies, Moment, warten, muss meine Schrotflinte bereithalten. Jo, jetzt. Sollte ich da runter? Ja, ich komme gleich an die Tür. Brauchst nicht kloppen. Resident Evil 7. Viel. Ja, jetzt reicht's aber. Wer hier so an die Türe rumbollert, der kriegt erstmal Liebe vor eine Kuh. Lass mich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. I, nicht beißen. Nicht beißen. Ja, kurz stopp, Moment. Kurz statt lesen. Jawohl. Bis denn, hey, mein lieber Vincent. Wir sehen uns und hören uns. Schön. Schön, dass du dabei warst. Ja, Volltreffer. Du alte Schabracke, hast mich voll erschreckt. Da musst du dir erst mal das Hirn wegblasen, das tut mir leid.
was du falsch gemacht hast. Du hast, glaube ich, was bei der Erziehung falsch gemacht, kann das sein? No front. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu laut schreie, bevor meine Mutter wieder wach wird. Weil dann habe ich hier nicht, dann habe ich hier nicht nur eine wütende Mutter, dann habe ich hier einen Höllendämon erweckt. So kann man sich das vorstellen. Wenn meine Mutter schläft und man sie weckt, dann ist mit der nicht gut Kirschen essen. Da sollte man sich lieber ins ganz weit ins Nirgendwo verschwinden lassen. Nee, lass mich. Ich will jetzt nicht Zombies kuscheln spielen. Zombies kuscheln ist irgendwie ekelhaft und cringy. Was? Ich sehe auch kaum was in der Brühe hier. Ich sagte gerade, Zombies kuscheln ist irgendwie ekelhaft und cringy. Safe. Ich dachte, das hätten wir geklärt, Vince. Ich dachte, das hätten wir geklärt. Jetzt müsste ich mir das jeden Tag noch vorhalten mit dem Geld. Ich habe es ja verstanden. Ich habe meine Fehler eingesehen und versuche mich zu bessern. Was Ja? hat er gesagt? Er hat erstmal gefragt, was er falsch gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, habe ich ja eben das mit Dings gesagt. Das hat er geschrieben, sagt der, der so viel Geld ausgegeben hat. Da reicht. Ich heule gleich. Wieso? Du, ja, solltest du auch, weil du einfach dumm warst. Ich habe wirklich eingesehen, was ich falsch gemacht habe. Das müssen wir wirklich alle glauben. Ich habe eingesehen, dass ich wirklich Scheiße gebaut habe, aber es hat sich jetzt hoffentlich endlich Ein bald mal. paar tausend Euro zu spät. Ich stumm den Typen gleich. Nein. Kleiner Scherz. Ich glaube, das ist sehr unterhaltsam. Hast du gehört, Silas? Du bist nur ein Unterhaltungsobjekt. Was sagen? Ich bin nur da, um dich zu beglücken, aber. Du dienst Unterhaltung. Die Unterhaltung der Zuschauer hier. Und du bereicherst mein Leben. Du verstehst, was ich meine. Tue ich Hoffe das? ich. Ich höre einen Zombie atmen. Oder einen Zombie schnarchen, das kann auch sein. Wenn der Herr Silas ein Zombie ist. Ich wollte gerade schon fast schon deinen Nachnamen sagen. Ich habe es lieber gelassen. Das hast du schon so oft gesagt. Aber da kann ich es ja Nein. wieder machen. Na. Das ist schon ein bisschen so. Du ab. Mit Controller ein bisschen höher ziehen. So. La la la. Ja, wollte gerade mal überprüfen, ob das Mikro laut genug ist. Im Gegensatz zum Spielsound, man weiß ja nie. Ich muss übrigens sagen, es ärgert mich immer noch maßlos, dass Sony da so pingelig in die Kameras ist. Aber sonst hätte ich mir da Ja. schon, aber sonst glaub mir, hätte ich mir schon längst da eine richtige Webcam raufgeknallt, aber Sony ist ja so pingelig und sagt, nö, an die PlayStation passt nur die PS-Kamera, eine andere erkennen wir nicht. Das Kannst du nicht mal ist. einen Adapter dafür kaufen? Nö, nee, das ist scheißegal. Die PS4 erkennt die nicht. Einen Adapter brauche ich nicht. Kann einfach mit dem USB-Kabel anschließen, aber die PS4 erkennt sie nicht an. Frag mich nicht, was hat Sony da so eingestellt? Weil Sony Profit machen will, haben sie es bei der PS4 so installiert, dass nur die PS-Kamera als Webcam erkannt wird und funktioniert, aber keine verdammt andere. An sich schlau von denen, dumm für uns. Sehr dumm für uns. Und der Vor allem, Generator weil die läuft. halt dann einfach eine scheiß Kamera hast. Was? Vor allem, weil du dann einfach auch eine scheiß Kamera hast. Eben, das ist es ja. Weil ich meine, jetzt bei meiner Reichweite, sage ich mal, Ist nicht schlimm. ist noch verkraftbar. Aber wenn ich jetzt irgendwann doch ein paar mehr Follower habe und ein paar mehr Zuschauer habe. Na, bevor überhaupt eine neue Kamera. Sag mal, was krabbelst du mich an? Was krabbelst du mich an? Was fällt dir ein? Was fällt dir ein? So. Da muss erstmal ein PC her und dann kann auch eine richtige Webcam ran. Weil kurz muss man überlegen. Hör mal. Man braucht einen PC. Sogar konnte man die Webcam so anschließen. Nein! Ist gerade eingefallen, man braucht eine Capture Card. Uah.
Wie zum Beispiel, wie hieß sie, die Vince hat? Hast vergessen, wie die hieß. Die Elgato, genau. Elgato war das. Die braucht man dafür. Was was? Also, um Webcam und also generell, wenn man streamen möchte, mit PC natürlich, was natürlich alles besser klappt, braucht man eine sogenannte Capture Card, über die man halt Sound, bla 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 und so weiter alles regeln kann. Nee, man kann über die Capture Card das Mindeste regeln und an die Capture Card schließt man halt die Webcam an, weil man sonst, wenn man über PC den Stream laufen lässt, keine Webcam anschließen kann. So, und zusätzlich zu der Capture Card braucht man dann auch so ein Mixpult, das ist wichtig, damit man das Mikrofon und den Sound im Spiel und so weiter und so weiter und so weiter alles umstellen kann. Das weiß ich, ja. Ne, weil es ist alles ein bisschen chaotisch. Aber wie gesagt, die Capture Card ist halt dazu da, dass man den Stream überhaupt laufen lassen kann. Auch das heißt, man kann ihn, glaube ich, schon laufen lassen, so über den PC. Nee, kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht. Man muss die Capture Card ja mit PC und PS4 gleichzeitig verbinden. Stimmt, nee. Man könnte vom PC aus selbst alleine streamen, wenn man nur über den PC streamt und nicht über die PS4 streamen will, dann geht das, glaube ich, ohne Capture Card. Aber wenn man halt beides benutzt, braucht man eine. Wobei, ich überlege gerade, gab es nicht sogar mal eine Möglichkeit, wo man einfach mit irgendeinem Kabel die PS4 mit dem PC verbunden hat? Irgendwann ging es, glaube ich, mal. Irgendwann ging es mal. Ach so, hier habe ich schon welche weggeschossen. Oh, oh. Laufe ich jetzt überhaupt richtig? Welch ein Traum, die Taschenlampe will wieder. Haben ihr die wärmenden Worte gut getan? Ey, an Hä? das Rennen hatte ich sogar heute noch gedacht. Was? Ich dachte mir, in meiner Karriere, wann fahre ich denn endlich in Mexiko? Ach so, Ja, ich wollte jetzt. gerade sagen Hongkong, aber. Ich glaube, man fährt gar nicht in Hongkong. War das nicht deine Hassstrecke oder irgendwie so? Oder war das Shanghai oder wie? Nee, Monaco ist meine Monaco, Hauptstrecke. Monaco, ja. Ja. Weil das ist so, guck mal, ne, ich kann ja so einigermaßen okay fahren. Ja. Imi. Wobei im Licht. Aber Monaco, das ist einfach nur anstrengend, weil du dich so die ganze Zeit hardcore konzentrieren musst. Ach, hier ist der Generator. Muss ich jetzt irgendwo Licht einschalten, vielleicht? Wäre das möglich? Muss ich den Lichtschalter betätigen? Scheinbar aber nicht. Vor allem würde ich gerne mal wieder zurück zu Ellie, weil ich mir doch schon Sorgen mache, dass da oben einer von den Typen lauert, der von hinten eine donnert. Das wäre nämlich nicht so. Oh. Ich sagte ihr, einer donnert, eine klatscht, ja? Eine Ohrfeige Oh verpasst. ja, der knallt, der klatscht ja richtig weg, die Alte. Dieses zweideutige Denken immer hier, das ist ja ekelhaft. Nee, das ist lustig. Nein, aber man sorgt sich um seine Begleitung, egal ob Kind, Frau, Mann, was auch immer. Es sei Doch, denn, tut man das. gut, es sei denn, die Begleitung ist der ärgste Feind, dann drückt man mal ein Auge zu, wenn er was abkriegt, dann freut man sich sogar manchmal. Aber man sorgt sich. So, wo komme ich jetzt hier raus? Ich finde den Weg nicht. Ich bin so ein dummes Dreckskind, ne? I don't find the motherfucking way. Warum denn? Weil ich was eingebaut habe, was richtig dumm war. Jetzt habe ich schon wieder eine Kritstrafe bekommen. Ah. Und das auf einer Strecke, die ich noch nicht kenne. Also ich kenne sie so von YouTube und so. Kollege, wissen Sie, wo es lang geht? Es ist ekelhaft. Oh. Ja, da ist das Spiel ist zu Recht ab 18. Oh, es ist ekelhaft. Ja, oh Gott. Wieso kommst du gerade zu, wie ein Kind gibt Bums? Nee, aber die Verseuchten oder die schon lange Verseuchten, die mich hier angreifen, die Zombies, das Gesicht sieht so ekelhaft aus. Wie du, wenn du dich nicht geschminkt hast. Weil ich mich auch schminke. Das ist immer nötig. Ja, genau, vor jedem Stream nochmal Eyeglass, nochmal schön Lipgloss, nochmal schön Haar, nochmal schön Schminken im Gesicht, nochmal schön Haircare, nochmal schön. Da rufe ich eine Freundin von mir an, die kann das.
Wen? Leni? Ja. Glaub mir, die kann das. Und glaub mir, wenn ich die anrufe und sag, schmink mich die... Trotzdem kriegt es bei sich selbst nicht hin. Und glaub mir, wenn ich sie frage, ob du mich schminken kannst, dann ist sie in 5 Minuten hier. Das ist... Oh mein Gott! Das lässt sie sich nicht zweimal ich sagen. Ich hab nur 15 Plätze Grittstrafe bekommen. Na sowas. What the fuck? Oh, langsam ist aber nervig hier unten. Ich finde den verdammten Fick nicht. Wo geht's denn? Hier oben? Den verdammten Fick dich nicht. Er hört wieder nur, was er hören will. Den verdammten Weg, sagte ich, mein Lieber. Ach so. Habe ich eigentlich noch was zu trinken? Hier steht, ja, hier ist ja meine... Ich zeig's dir einmal im Stream. Hier meine... Nee, oh, die Marke eben weg. Eine 2 Liter Wasserbuttel. Sehr nützlich. Kann man immer, fällt mir erstmal eine Decke runter. Geil. Moment. Man sieht mein wunderbares Gesicht an. Oh, hast du erstmal einen Frontkick gegen dein Mikrofon gemacht, oder was? Was war denn jetzt hier los? Mann, ich komm überall gegen. Entschuldigung. Ah, stoß ich erstmal mein Mikrofon um. Ich glaub's auch. Ja, so. Steht wieder. Das tat auch gar nicht in meinen Ohren. Ich weiß. Entschuldigung, wenn es im Stream gerade irgendwie ein bisschen laut war. So richtig bumm. Entschuldigung. So. Einmal kurz. Grüßterchen. In den Chat. Ich sag's nochmal, es gibt nichts Besseres als Wasser im Stream. Es tut so gut. Also, wie läuft deine Diät? So halbwegs gut. So ein Schmerz. Nee, warte, ich sag's anders. Sie läuft schlecht. Scheiße, sei doch ehrlich. Sie läuft scheiße bis aufsteigend besser. Ein bisschen. Auch wenn es so ein kleiner Fetzen ist. So. Nee, ich wollte es nicht herstellen. Nein, geh weg, Joel. Nein, ich wollte nichts herstellen. Moment, die Lampe wieder aus. Muss ich hier weiter? Ach so, die Lampe hat das Exit. Ah, die Lampe hat das Exit beleuchtet. Nee, oder doch? Oder? Ach nee, die Schlüsselkarte. Ach ja, ich bin doch ein Idiot. Ich laufe die ganze Zeit hier rum und suche nach dem Ausgang. Ich hab wieder vergessen, dass ich Idiot eine Schlüsselkarte suchen muss. Nicht wundern, wenn da im Hintergrund gekloppt wird, dass es sieht, dass der formt seinen Tisch. Zu einer gerechten Form. Mein Gott, du Drecks. Ich muss mich gerade anstrengen, nicht zu lachen. Weil es mich wirklich immer herrlich ab. Mann! Was mich herrlich amüsiert. Wie er einfach über Formel 1 ausrastet. Ey, was ist los, Bruder? Hast du eine neue Haarstrecke gefunden? Oh mein Gott, du kannst nicht dran gehen. Ja, da eine Schlüsselkarte, zeig dich. Wo bist du denn? Ey, ich hau dir in die Fresse. Ja, bitte, aber mit Schmackes. Habe ich ja schon zweimal gemutet. Ja, das weiß ich noch. Wir haben nur schwer so aus Spaß, so Spaß, so ein Sparring gemacht. Spannend. Wir wollten eigentlich so sozusagen ein Off-Wrestling machen und uns eigentlich nicht treffen, aber der Spasti trifft mich zweimal volle Kanne auf meiner Nase. Das erste Mal ist er blutig geworden, das zweite habe ich gesagt, komm, einmal kurz abtupfen, ich mach weiter. Da trifft er mich nochmal volle Kanne. Sehr schön. Es ist sehr herrlich. Ist ein herrliches Gefühl, wenn man volle Kanne zweimal auf die Nase kriegt. Ey. Dreckspiel. Ah, so. Jetzt bin ich wieder gerade in der Kamera. Das war gerade etwas schief. Sag mal, ich finde wieder kein Stück zurecht. Oh, ich mach da. Ich liebe dieses Spiel. Ey. Ich liebe diese Spiele und ich hasse es. Ich liebe es, weil es einfach so eine geile Story ist. Und man sich einfach so geil reinfühlen kann. Aber zweitens hasse ich es, weil es ja manchmal so verwinkelt ist und manchmal alles so versteckt ist, dass ich hier im Stream stundenlang rumlaufen kann und nichts finde. Und ganz ehrlich, das muss ich jetzt zugeben, würde ich privat jetzt das Spiel spielen,
Da würde ich sogar, wenn ich hier jetzt tatsächlich eine Stunde lang rumgelaufen wäre, würde ich tatsächlich sogar manchmal aufgeben und zum Handy oder Tablet greifen und kurz googeln, wo das Scheißding liegt. Aber im Stream oder generell, wenn ich jetzt hier streame oder streame in Anführungszeichen aufnehme, da gönne ich mir das natürlich nicht, weil es natürlich professionell ist. Und weil es sowieso bei dem Spiel hier was Besonderes ist, das Spiel ist, wie ich schon gesagt habe, für mich was Besonderes, weil es einfach so ein geniales Spiel ist und ich das einfach mit Respekt behandle, weil ich einfach sehr, sehr hohen Respekt davor habe, was die Entwickler hier geschaffen haben. Das habe ich vor vielen Spielen. Tatsächlich merkt man mir das gar nicht an. Man denkt, ich kaufe 1000 Spiele und gucke mir die gar nicht an. Ich gucke mir vorher schon an, wie sieht das Spiel aus und so weiter. Und wenn ich es dann habe, dann genieße ich das Spiel. Dann genieße ich erstmal, wie das alles aussieht und so weiter. Wobei, es Ja, gab. safe tust du das bei, keine Ahnung, Uno oder so. Da genießt du richtig, wie es aussieht. Nee, Uno Monopoly, das habe ich einfach nur geholt, was ein spaßiges Spiel ist. Das muss ich zugeben, aber. Und dann gibt es noch ein Spiel, wo ich einfach nur am liebsten innerlich zusammenfallen würde, weil das einfach so dahingerotzt ist. Entschuldigung, wenn ich es jetzt hier so offen im Stream sage. WWE 2K20, ist der größte Müll geworden. Deswegen hat 2K ja auch beinahe die WWE-Rechte verloren. Wäre besser geworden, hätten sie die Rechte verloren, aber jetzt. Weil das Spiel war so verbuggt, ist so oft abgestürzt, tut's immer noch. Tut's teils nach den Updates immer noch, seltener, aber immer noch. Downloads aus der Community, also man konnte sich so von anderen Leuten erstellte Wrestler, also erstellte Kämpfer runterladen und so weiter und so fort. Hat nicht funktioniert alles. Man hat nur irgendwie einen Scheiß bekommen und Hast so du es nicht weiter. noch letztens gespielt? Nicht im Stream, aber ja. Ich spiele. Immerhin, immerhin. Das muss ich auch kurz erklären. Ich spiele das Spiel immer noch, ja. Das mache ich halt aber nur, weil eben in dem Spiel die aktuellen Wrestler drin sind. Ne, weil ich halt einfach in den anderen Spielen nicht die ganzen neuen Wrestler drin habe, die ja jetzt alle neu bei der WWE sind und so weiter. Das ist der einzige Grund, aus dem ich ab und zu mal nochmal WWE einschalte, aber sonst finde ich es Ab und zu. einfach nur traurig, was sie da auf den Markt gebracht haben, weil ohne Scheiß, ich als Entwickler würde nicht einfach auf Zeitdruck jedes Jahr ein Spiel raushauen. Wenn man nur mal länger dafür braucht, dann braucht man halt dafür länger, dann nimmt man sich die Zeit. Aber man rotzt nicht einfach so ein unfertiges Spiel auf dem Markt, weil man als Entwickler eigentlich genau wissen müsste, dass man dafür eine Scheißkritik kassiert und von allen Fans Hate kassiert. Und das ist doch eigentlich das, was man als Entwickler gerade vermeiden will. Man will eigentlich immer gute Kritik haben. Aber genau das hat 2K gemacht, auf Druck oder auf Zeitdruck einfach nochmal, einfach nur irgendwie irgendein Scheißgame auf dem Markt raufgedonnert. So dass es eigentlich einfach nur unfertig aussieht. Und es fühlt sich auch kaum noch an wie ein richtiges Wrestling-Spiel. Also teils schon. Eben die ganz normalen Matches. Aber jetzt sind so viele mit irgendwelchen super Fähigkeiten bei Dinger drin, die man benutzen kann, dass es sich überhaupt nicht mehr toll anfühlt. Ich sag das so jetzt nicht mehr. Ich spiele jetzt gerade ein völlig anderes Spiel. Das passt gar nicht hier rein. Bei Gelegenheit kann ich das Spiel mal streamen. Dann erkläre ich das alles mal. Um es mal verständlicher zu machen. Oh, ist diese Scheißschlüsselkarte jetzt, Alter? Das ist doch nicht zu fassen. Ist sie in der Waschmaschine? Wurde sie mitgewaschen? In der Jeans? Sieh das? Möchtest du eine Geschichte erzählen? Ah, was für eine Geschichte. Och, ich dachte gerade nur, ist die Schlüsselkarte vielleicht mitgewaschen worden in der Jeans? Jetzt sagt sie, da kommt dein Einsatz wieder. Joch, du hast ja auch schon einige Geldscheine mitgewaschen. Hast du? Wenn da mal ein Geldschein drin lag, weil ich so blöd zu blöd war, war es 5-Euro-Schein, aber höher war es tatsächlich nie zum Glück. Lüge. Es ist so! Ich habe nie einen Fuffi oder einen Zehner oder was auch immer da drin gehabt. Einen 100er-Schein habe ich fast nie in der Hand. Warte. Dazu habe ich was zu sagen. Gib mir kurz einen Moment. Oh Gott, jetzt kommt's. Zu deiner Aussage habe ich nur zu sagen. Das Exit. Warte. Ich finde die Schlüsselkarte nicht. Liegt die bei einer der Leichen vielleicht? Oder kurz Taschenlampe aus, ein bisschen schonen. Wo ist das denn? Ich fahre jetzt Ah, schon. ja, da. Zu Ja. deiner Aussage, Ja. dass du ja nur ein Fünfer und so gewaschen hast, sonst natürlich nichts, sag ich nur,
Krasser Gag, oder? Dankeschön. Was liegt hier? Oh, der liegt hier schon ein bisschen länger. Der verwechselt hier bald mit dem Waschbecken. Igidigidigid. Oh, Mensch, kein eigenes Spiegelbild. Der Spiegel ist so kaputt. Ich würde gerne. Attacke. Naja. Ach, naja. Wo der Spruch recht hat, hatte er ja recht, aber ich stelle mir so eine Hartz-IV-Leben langweilig vor. Ich meine, ich kann zwar jeden Tag vor der Konsole sitzen, aber ohne Scheiß. Führst du doch gerade. Moment. Aber ohne Scheiß, in letzter Zeit wäre es voll langweilig. Weil ich irgendwie viel zu viel Zeit habe, vor der Konsole zu sitzen. Das ist irgendwie auf Dauer echt langweilig langsam. Das glaubt man gar nicht, besonders nicht bei mir, der eigentlich so gut wie jeden Tag vor der Konsole sitzt. Das wird langweilig mit der Zeit. Ja, doch, ich verstehe das. Das ist echt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber das ist wirklich so. Ach, hier ist sie. Kommt auch. Ah, hier ist sie. Im Security-Raum, natürlich. Hotelschlüsselkarte. Betrachten wir einmal kurz. Wie, was ist das denn? Junge. Jacques Sulivinski. Aha. Einmal umdrehen. Schocken. An wen erinnert er mich? An irgendwen erinnert er mich doch, warte mal. Genau, an den Opa von FIFA The Journey, nur ohne Haare. Nee, ohne Mütze. Ohne Mütze und ohne Haare. Aber sonst ist das Gesicht relativ ähnlich. Gar nicht mal so schlecht. Und bevor jetzt hier irgendjemand fragt, ob ich The Journey im Stream spielen würde, hätte ich tatsächlich ohne Scheiß Lust drauf. Weil es irgendwie doch schon was ist, was man spielen kann. Weil ich glaube schon, dass es echt Spaß macht. Ich habe halt tatsächlich The Journey fast jeden Teil gespielt. Manche Teile habe ich auch erstmal geguckt, bevor ich sie gespielt habe. Tatsächlich. Nimmt ein bisschen den Spaß, aber trotzdem. Einfach erstmal, um zu gucken, ob es sich lohnt. Und tatsächlich ist man überlegen, ob man überhaupt das nächste FIFA holt, weil es sich halt nicht so richtig lohnt. Das Einzige, was du hast, ist vielleicht jetzt bei der PS5 eine mäßig verbesserte Grafik. Und vielleicht aktualisierte Vereine. Aber ganz ehrlich, das kannst du auch in FIFA selbst machen. Du kannst einfach auf diese Transferdings gehen, kannst die Spieler verschieben, wie du lustig bist. Da musst du nicht. Eine Schwuchtel. Danke, da musst du nicht für 80 € oder teilweise, na gut, für teilweise doch schon 100 € dir ein neues FIFA kaufen, nur damit du die aktualisierten Roster hast. Das ist nicht notwendig. Oh, lecker, geil, komm, go! Nein, bitte nicht. Nein, nein, nein. Bitte lass es. Bitte lass es. So wie, wenn deine Kacke so schmeckt wie deine Fürze riechen, dann bitte nicht. Bitte. Ich sehe es jetzt schon kommen. Wenn ich das nächste Mal bei ihm bin, setzt er sich, wenn ich schlafe, volle Kanne auf mein Gesicht und furzt mir einmal richtig schön rein. Ja, eben. Ah. Oh, ich darf nicht laufen. Kein gutes Zeichen. Da passiert gleich was. Oh. Türchen, Türchen, öffne dich. Sesam. Katsching. Hatte erwartet, hier steht jetzt jemand hinter, aber. Hab schon fast gedacht, hier steht ein Typ im Raum. Was ist denn das hier? Ach, Lagerraum. Kurz Licht anmachen, sehe ich hier nichts. Kack ins Gesicht. Apropos Herstellung, ja, bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Nee, vermisst. Aber bitte mit Sahne! Messer habe ich keinen Platz mehr. Aber für Medikits, das ist immer gut. Medikits brauche ich oft. Mollys habe ich voll. Du kriegst Kachmann. Die Nagelbombe ist auch voll aufgefüllt. Ich dachte, es kommt wieder ein zweideutiger Spruch. Ich habe nicht zugehört. Ich sagte gerade, die Nagelbomben habe ich auch vollständig. Ciao. Kannst du dir vorstellen, was ich mit Nagelbomben meine, ne? Ja. Meine Nagelbomben, Was meine du hier Nagelbomben. Sex hattest. Ja. Meine Nagelbombe ist voll aufgeladen, Baby. Und da kriege ich auch schon das Kotzen. Lass wieder mal Spaß haben hier. Hauptsache eine kleine Runde Spaß. Ja, Spaß. Mann, ich will laufen. Spaß.
Ich würde gerne laufen, dann könnte ich die Zimmer hier schneller erkunden. Das wäre sehr nützlich. Revolver-Muni. Eine Bogenmunition habe ich auch noch voll. Den Bogen benutze ich zwar relativ gerne, allerdings in dem Spiel ist der Bogen meistens nicht so sehr nützlich. Deswegen, ja. Ohne Scheiß, egal welches Spiel eigentlich. Ich liebe es, mit dem Bogen zu spielen. Der Bogen ist, auch wenn es eigentlich zur heutigen Zeit eine relativ Scheißwaffe ist, ich liebe es einfach mit dem Bogen zu spielen oder zu schießen. Das ist herrlich. Nur in dem Spiel bringt er halt leider nichts. Deswegen. Hat absolut fuck einfach nur. Dass ich mit dem Bogen spiele. Nein, einfach mit dem Bogen zu schießen. Oh, eine Werkbank. Wie geil. Perfekt. Jo, was haben wir denn, Joel? Das frage ich mich auch. 108 Teile. Ja, sehr schön. Was? Halfter für eine zweite. Oh. Machen wir einen Halfter für eine zweite Pistole oder eine zweite Langwaffe? Ich mache eine zweite Langwaffe. Kann ich gleichzeitig die Schrotflinte tragen und noch das Jagdgewehr. Beziehungsweise die Jagd. Sniper, muss man ja sagen. Die 9mm Pistole muss ich, glaube ich, eher nicht verbessern. Weil ich die. Ja, gut, ich muss sie manchmal schon benutzen, weil ich für die Munition bekomme, aber. Ich würde eher den Revolver verbessern, aber kann ich halt nicht so. Drei Werkzeuge brauche ich dafür. Okay, da kann ich noch ein bisschen suchen. Jagdgewehr kann ich gar nichts verbessern. Auch schön. Ach, hier bei der Schrote können wir was verbessern. Oh ja. Nein, 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 nein. Der Rückstoß, der muss dringend verbessert werden, aber dringend. Bei dem Rückstoß hier im Spiel, Heidewitzka. Gut, mein so ich meine, so schlimm ist er nicht, aber wenn da mehrere Zombies auf dich zukommen, ist der Rückstoß manchmal so doof, dass du erstmal wieder richtig ziehen musst. Dann ist es schon manchmal schön, wenn du einfach gerade zielen kannst. Ich würde tatsächlich wirklich gerne mal ausprobieren, wie sich so ein Rückstoß von einer echten Schrotflinte in Real anfühlt. Hardcore. Aber das muss ja wirklich, einmal kurz auf Stopp gestellt, du hältst die Schrotflinte ja, sondern musst du ja wirklich, wenn du die falsch hältst, dir wirklich volle Kanne hier in die Brust drücken, wenn du die falsch hältst. What the fuck, wer hält sie denn an der Brust? Denn wenn man sie falsch hält, das muss ja dann wirklich volle Kanne wehtun. Es gibt genug Videos von. Ja. Ja, ich wurde auch nicht gebissen, da sind wir uns ja einig. Aber wo ist Ellie? Oh ja, Typ. Komm her zu mir. Komm her, ich knuddel dich. Komm her, ja. Warte, ich lock dich her. Komm rüber, ich knuddel dich. Da komm her, lass dich umarmen. Oh, knuddel. Jui. Geknuddelt. Oh. Jetzt liegt er da befriedigt. Nee, das ist. Nee, 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 vergiss es. Das ist das falsche Wort. Ja, es erlebt er befriedigt. Das ist das falsche Wort. Das ist das falsche Wort. Vergiss es wieder. Das ist absolut das falsche Wort. Vergiss es alle wieder, bitte. Bitte. Komm näher. Mein Gott! Hihihi. Mit dem Nagelbrett ins Gesicht gehauen. Das gibt ein schönes Loch im Gesicht. Oh, das erinnert mich wieder jetzt an die letzte Ausgabe von Raw, von Wrestling. Gab es eine richtig, richtig schwere Verletzung. Während des Matches ist ein Wrestler mit dem Auge voraus auf die Kante von der Ringtreppe raufgeknallt. Muss natürlich ins Krankenhaus. Sieht leider sehr kritisch aus. Wenn er Pech hat, kann er nicht mehr kämpfen, weil das Auge halt extrem schwer angegriffen wurde. Hoffen wir mal, dass er wieder genesst. Oder hoffe ich zumindest. Oder die Wrestling-Fans. Weil das gönnt man natürlich wirklich keinem. So eine Ich Scheißverletzung. hab's gerade geschafft, dass sich einer aufs Dach dreht. Aufs Dach. Oh! Gibt's dafür eine Strafe? Nö, weil ich mich dabei getötet habe. Ist hier noch jemand? Warte, ich versuche den mal. Okay, hier ist jetzt Das keiner. Video aufzunehmen.
Du Kachwa. Einfach leise. So, ich versuche das jetzt irgendwie aufzunehmen. Einfach leise. Ich bin schon wieder so weit weg vom Mikrofon. So. Maschallah, einfach die Hübsche. Spricht er wieder von sich selbst wahrscheinlich. Freunde, wer von euch will zuerst geknuddelt werden? Oder wollen beide Herren gleichzeitig? Nein, okay, jetzt ist einer zu viel. Ich könnte wahrscheinlich beide gleichzeitig erwürgen, aber. Oh, da gönne ich mir doch lieber den Spaß erstmal ein zur Zeit. Na, kommen Sie her, seien Sie gegrüßt. Nee, Oh. bei dem ist alles okay. Kannst ruhig nachgucken. Dem geht's gut. Der schläft. Hey! Au! Oh, das sah schmerzhaft aus. Alter! Auf den Boden schmeißen und volle Kanne mit dem Fuß aufs Gesicht drauf treten. Das ist. Ich glaube, so ist es nicht mal in der UFC erlaubt, volle Kanne aufs Gesicht drauf zu treten, wenn er auf dem Boden liegt. War ein bisschen heftig. Ja, das Ja, okay, ist. das wird. Ich schicke dir jetzt das Video. Ich schaue es mir gleich an, wenn ich mein Handy gerade mal in Reichweite hätte, da hinten. Hab's. So. Aua, es tut so weh. Das steckt nur zur Hälfte rein. Oh, ich dachte gerade schon, das Handy wäre alle. So, Ja, aber das Video ist noch nicht angekommen. nicht neben das Mikro legen, sonst ballert wieder Handystrahlung. Noch einmal. Gönnt euch, Prost, in Chat. Ich genieße dieses Wasser. Geschickt. Ich schaue mir da gleich an. Einmal kurz weiter gucken. Leiter. Ich habe jetzt, entweder war ich blind oder ich habe gerade nichts gesehen, wo ich die Leiter heranstellen soll. Ach doch. Ja, okay, ja gut, doch. Das habe ich gesehen. Okay, hätte nicht erwartet, dass ich hier hoch soll. Naja, dann. Wie hoch ist denn die Leiter? Reicht das, wenn ich die hier abstelle? Nee. Soll ich da hoch? Bringt nichts. Nein, nix. Joel, du sollst die Leiter nicht ablegen. Du sollst sie an die Wand stellen. So dämlich kann man noch nicht sein. So schwer ist das nicht. Ne, ne, ne. Achso. Komme ich nicht durch? Ach, die Leiter ist so hoch. Na gut. Da, ach, dann stellt der feine Herr sie mal wieder hier drüben an die Wand. Was steht hier? Please wait to be seated. Bitte warten Sie, um hingesetzt zu werden? Na gut. Man weiß ja nie, was hier für Therapien geschehen sind. Komm schon! Ich stirb! Ich da! So. So, Joel. Darf die Kleine jetzt? Hörst du nie auf das, was ich sage? Oh, ich werde aggressiv. Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Boah. Weißt du was? Nein. Wie wäre es mit, hey Elli, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wäre es denn mal mit sowas, Joel?
müssen jetzt weiter. Joel, du machst mich so aggressiv, weißt du das? Die Kleine nimmt sich gerade die Knarre, rettet dir den Arsch. Und du sagst immer noch, nö, du kriegst keine Waffe in die Hand. Ich hab so ein Alt immer, wenn du sowas sagst. Ich hab so ein Alt. Und dann nicht mal Dankeschön sagen, sondern sagen, du sollst so nicht machen. Boah, wie mir sowas auf den Sack geht. Alter. Meine Güte. Da ist aber vom damaligen liebevollen Vater nichts übrig geblieben. Ganz ehrlich, Joel. Da ist nichts übrig geblieben. Alter. Silas, bist du noch da? Ja! Oh, mein Gott, oh. Puh. Hast du gerade meiner erzieherischen Rede zugehört? Oh, mega. Aber ganz ehrlich, da kann man wenigstens mal Danke sagen, anstatt zu sagen, mach das nicht. Muss man darüber nachdenken. Hätte sie jetzt einfach die Waffe liegen lassen, wäre er ersoffen. So ein Ding ist das. Ach, dieses Spiel. Oh, die Vögel zwitschern. Das hat man ja selten in dem Spiel hier. Schön. Mein Hals steigt noch höher, Joel. Alter, halt doch mal dein Maul. Halt mal dein Maul jetzt, Joel. Du hast mal eine Tochter gehabt. Warum checkst du denn nicht, dass sie gerade genervt ist, weil du einfach nicht Danke sagst? Oh, dieses Spiel, ne? Das ist... Das ist ein Arschloch, das ist unterbar. Ich meine, er hat früher eine Tochter gehabt. Und am Anfang war er echt ein sehr super liebevoller Vater. Ich mochte ihn als Vater und jetzt finde ich ihn einfach nur ein Arschloch. Er kann nicht Danke sagen, obwohl immer der Arsch gerettet wird. Und jetzt sagt er... Schmerzt du nicht sogar den Typen? Ja, das ist ja das Problem. Am liebsten würde ich ihn ja verrecken lassen. Okay. Wäre er wenigstens mit seiner Tochter wieder vereint, würde er wenigstens wieder ein bisschen, Liebevollheit lernen. Wie das Wort heißt. Junge, du starrst manchmal so aggressiv, ne? Ich weiß, Entschuldigung. Entschuldigung. Liebe machen. Ich bin da manchmal etwas, ja. Zockgüsel. Oh, ein Flügel, ich will Klavier spielen. Bitte, bitte, bitte spiel. Darf ich? Lern's erst noch. Ja, oh, was? Nee. Oh, und ich dachte schon, du setzt dich jetzt vor das Klavier und machst den Beethoven. Nö. Benutzt das Klavier zum Schieben. Nee, Joel. Das hast du dir jetzt eingebrockt. Dafür, dass du sie so behandelst, nervt sie jetzt auch dich. Ganz einfach. Musst du mit klarkommen. Ist mir scheißegal. Damit kommst du jetzt klar. Ganz ehrlich, du... wie heißt das Wort nochmal? Du weißt es nicht zu schätzen, was sie die ganze Zeit für dich tut. Da finde ich, hast du sowas von verdient, wenn sie dich mal nervt. Ganz ehrlich. Ist so. Lass mich mal bitte einmal nachziehen, wie oft sie dir den Arsch gerettet hat. 1, 2, zu oft, um nachzuzählen. Wie oft? 1, 2, zu oft. Ich hätte noch weiterziehen können. Noch sehr lange. Und sie ist erst 14 und hat uns schon so und hat unserem Charakter schon so auf den Arsch gerettet. Also, ganz ehrlich, ne? Nice, kann man nageln. Ich bin nur 2 Jahre älter. Ich sagte Beethoven und nicht so eine Katzenmusik. Ellie, sagst du bitte was dazu? Ellie. Denkst du dir Bock? Worauf? Woche. Ja. Keine Ahnung. Mit den flotten 14 Jahren?
Also langsam, Joel, frage mich, was du kannst. Gut, schießen und prügeln kannst du, aber du kannst keine Musik spielen. Du hast offensichtlich vergessen, was es heißt, liebevoll mit Kindern umzugehen, obwohl du mal selbst Und ein Kind, Dankbarkeit zeigen. obwohl du, genau, und Dankbarkeit zeigen, obwohl du selbst mal ein Kind hattest und damals sogar liebevoll warst. Naja. Wollen wir sehen, wo das noch hinführt. Oh, die Hotelbar. Ein Wodka bitte. Pur. Ich dachte, du wirst Alkoholiker. Berliner Luft. Nein, bitte nicht. Ich will kein Vollalkoholiker werden. Aber halb oder was? Ich werde höchstens so Alkoholiker, dass ich vielleicht entweder in der Woche vielleicht mal ein Bierchen trinke oder sowas. Aber mehr auch nicht. Safe. Also gut. Ich springe darunter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du? Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Na endlich! Na endlich! Joel, du hast Gehirn! Aber nur auf Ratten. Jawoll! Okay. Sogar noch, gut, noch besser, warte, warte, Konsequenz, ich sag das ja gleich. Das ist das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen Wir zurück. haben 18 Jahre vor Fassen. sich über ein Nur Videospiel. ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja. Verstehst du? Jetzt sag bloß, ich muss sie jetzt spielen. Das wäre ein nicer Zug des Spiels. Um es kurz zu erklären, du siehst ja gerade nicht. Er war jetzt endlich mal schlau und hat ihr nicht nur einfach eine Pistole in die Hand gedrückt, er hat ihr die Jagdsniper an die Hand gedrückt. Es war wirklich er oder ich. Ah, ist das besser als die Pistole? Ja. Wie gesagt, er hat ihr gerade die Sniper in die Hand gedrückt. Ich weiß ja nicht, dass ich damit umgehen kann. Er hat dir gerade einen Crashkurs gegeben. Das wird sein Unfallbomben, nimmt sie eben wieder weg. Oh doch, mich werdet ihr durchlassen müssen, weil ihr euch sonst ein Loch im Schädel oder sonst wo einfangt. Und Löcher im Körper, egal wo. Gut, es gibt Stellen, da sehen sie okay aus, aber sonst Löcher im Körper sehen nicht gerade Schmuck aus. Ich sehe schon irgendwann Syri mit einem Prinz Albert. Nein, wirklich nicht, bitte nein. Was Nein. ist ein Prinz Albert? Einer, der ganz viele Piercings und sowas hat, oder? Nein. Was war's denn dann? Es ist ein genauer Piercing. Ja. Das sogenannte Eichelpiercing. Das lassen wir mal lieber ganz sein. Das Mindeste, was ich mache, ist mir ein Tattoo auf dem Rücken stechen lassen. Es ist so hässlich, ne? Nein, nicht unbedingt das, was ich dir gezeigt habe, aber kannst du dich noch an das Kreuz erinnern, was ich in GTA auf dem Rücken habe? Nein. Ich gucke, ob ich dir nachher nochmal ein Foto schicken kann, aber so in der Art, so ein Kreuz auf dem Rücken. Wobei ich irgendwie mir Sorgen mache, dass ihnen Scheiße Das wird wehtun. wehtut. Ja, ich werde vor allem wahrscheinlich wieder der sein, der wie eine Mimose da sitzt und fragt: Gib's mir Betäubungsmittel? Da würde ich mir ohne Scheiß wünschen, dass der Typ der Tätowierer einfach richtig geil drauf ist und sagt: Ja, mir einfach eine Spritze reinrammt. Oder der richtig eine Fresse haut. Okay, das wäre jetzt etwas zu weit gedacht, aber im Das Notfall. nimmt sich auch gegen, dass das macht. Ernsthaft? Ja, Ah, wie ich yeah. sehen kann. Jemand dafür bezahlen, an die Fresse zu kriegen, das klingt irgendwie suboptimal. Fand ich lustig.
Bezahl mal Schadi und film es mal. Das glaube ich, das glaube ich dir sogar. Und bei mir würdest du es wahrscheinlich auch so machen, ne? Ich bei dir? Würdest du auch so machen, locker. Da muss ich dich gar nicht fragen. Das machst du auch so. Du liest meine Gedanken einfach. Ich wollte gerade sagen, zweimal auf der Nase. Ich spüre die Nachwirkung noch heute. Nein, Spaß. Aber das Bettlaken sah aus. Hui, das sah aus, als ob die Mädels da gerade ihre Tageparty hatten. Bah. Da waren zwei Tropfen Blut drauf oder so. Heiß! Au! Au! Jetzt verreckt er einfach! Au! Alla! Alla! Hups, hab vergessen mich zu heilen! Upsi! Upsi, dupsi! Wie spät haben wir es eigentlich jetzt? Was haben wir hier für eine... 1 Uhr. Perfekt. Dann wäre eigentlich jetzt hier der eigene Zeitpunkt, mal auf Horror umzuschalten. Oh, nee. Nö, wieso? Muss ich ja zuhören. Wie du dir in die Hosen kackst. Ah! Ja, Robin! Wer hat gesagt, dass ich jetzt Zombie-Spiel spiele? Keine Ahnung, was du spielst. Alter! Ja, was läuft, Bruder? Feuer ist heiß! Tut weh! Bitte! Boah, Elli, perfekter Treffer, Junge, was ist bei dir los? Elli macht hier gerade einen auf American Sniper gefühlt. Siri, ja. Dazu habe ich wieder was zu sagen. Ach ja, 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 ja. Ach. Ich glaube nicht. Ey, wenn du sehen würdest, wie krass hier gerade alle headshottet. Hoho. Ich hab keine Muni mehr. Ach doch, hier. Ich hab doch keine. Ich korrigiere mich. Ich hatte nur keine Pistol-Muni mehr. So. Kurz mal geheilt. Steve Operator. Man versteht halt einfach nur Steve Operator, aber gut. Ja, aber smooth. Smooth Operator. Das hat ordentlich gerumst. Ich glaube nicht. Du kleiner Hund. Du kleiner Schwanz. Scheiße. Scheiße. Na. Muss wieder krass in Deckung gehen. Ich habe keine Munition mehr. So, sorry, pst, ich muss mich konzentrieren, qualifying. Ja. Ey, wie soll ich streamen gerade, wie soll ich denn pst machen? Super Berater. Weil ich einfach keine scheiß Munition dabei habe. Oh, bam, Chakalaka. Warte mal. Ich rüste mal direkt den Revolver aus. Auf die harte Tour, das habe ich dir gesagt, Kollege. Oh, ich mag es doch, wenn du hart rangehst, sag mal. Okay, das klang jetzt falsch.
Wie sieht's aus? Niemand gesehen. Dito, suchen wir weiter. Shit. Als ob sie mich jetzt entdeckt haben schon wieder. Ach, leck mich doch. Vorne ist Rohr. Huhu. Alter. Kommt der Arsch wieder von hinten, du, weißt du? Nee. Aha. Komm her. Arsch von hinten, verstehst du? Alter. Alter. Gut, der steht nicht wieder auf. Der. Ah doch, der steht noch auf. Hoffentlich. Perfekt, Eddie. Sauberer Schuss. Aber ganz schnell heilen. Servo. Servo. Muss ja kaum was machen. Eddie, headshot sie hier alle. Ah, gut. Noch jemand da? Hi. Okay, ich bin da. Ich bin immer da. Oh, Eddie, das war ein Fehler. Du hast zwar gut geschossen, aber nie ein Auge zu machen. Nie ein Auge zu machen. Das hast du von mir. Teils. Das hast du nur von mir, das habe ich dir letztens erklärt. Ich meine, ich hätte es auch schon mal vorher irgendwo gehört. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner? Nur für den Notfall. Okay. Uff. Uff. Ich starte vom 20. So. Mein Gott. Wie man sie entsichert. Du musst Respekt haben. Das ist kein... Joe, ich passe auf. Nein, Bro, ich lasse dich wieder nicht ein. Ah, schön. Ah, das ist schön. Das ist schön zu hören. Nein, ich habe nur mit dem Teamchef gesprochen. Ah, danke für den Korb. Da sind wir beide ja gewöhnt. Ach ja. Mensch, aber Joel, Vertrauen wird wieder hergestellt mit Ellie. Sehr schön. Deine Entwicklung gefällt mir. Du lernst von mir. Kräftig! Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Na so was. Die Klobbe von der Garage klemmt. Da kann man nichts machen. So, und jetzt soll ich die Kisten da wegschleppen oder wo geht's? Ah, ne, da drüben. Ah, alles klar. Das erinnert mich so an Resident Evil hier. In Resident Evil hängt auch überall gelbes Abstellband, wo man hochklettern kann. Das ist. Ach ne, jetzt muss ich dir erstmal. Jetzt müssen wir doch mal hoch. Ach so! Ja, Mensch. Ja, du bist auch. Eddie, da muss ich jetzt mal sagen, da bist du wieder ein bisschen. Erstmal muss das Ding hierher. Erstmal muss das Ding davor, dann kannst du hoch. So, lass los. Kann ich ja jetzt auch schon hoch? Ach ja, perfekt. Muss ja gar nicht hochhelfen, Ellie. Oder doch?
Warte, ich komme. Soll ich dir hochhelfen, Eddie? Oh, das wird gut, eigentlich. Perfekt. Sehr gut. Och, jetzt schon wieder eine Werkbank? Die kommt aber irgendwie etwas früh. Ja, die kommt sehr früh. Hm. Ich kann tatsächlich doch noch was basteln hier. Oh. Magazinkapazität. Oh ja. Das ist hier Mangelware. Wechsel das mal das Abgewehr aus. So. Alter. Eieiei, wie brutal. Alter Schwede. Ich hätte nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Ja, die kannst du laut sagen, oh Mann. Oh, ich muss mich so konzentrieren, ne? Ja, meine Frau, yeah, ja. Ey, ich bin vom 20. gestartet. Das ist jetzt in der ersten Runde noch direkt. Ich bin schon auf dem 15. Und in der ersten Kurve zum Florida drauf, wo ich habe. Aha. Schön, so. Ich muss mir gerade noch mal kurz eine geeignete. Ach, nee, komm. Ich mache jetzt hier für Last of Us für den Part noch die 2 Stunden voll. Und dann switch mir wieder auf Horror um. Dann hätten wir den nächsten Part für Last of Us fertig. Greif ihn doch an! Au, ja, danke für die Warnung! Oh, linke Kante, rechte Kante. Oh, das war der Wayne Johnson, das war der Wayne Johnson-Schlag. Wusste gar nicht, dass Joel die drauf hat. Was nochmal? So will ich nicht überholen. Ist doch schade um den schönen Cola-Automat, den muss man doch nicht umkippen. Sowas aber auch. Oh, Computer. Also aber zu alt. Kann man nicht viel mitmachen. Ist doch Windows 3, ist noch Windows 5. Bisschen sehr alt. Da unten ist keiner. Ist da unten noch jemand? Ne. Oh, ein Kinofilm. Was steht hier auf dem Plakat drauf? Ah, schön, das passt doch für mich. Dawn of the Wolf, Part 2. Na Mensch. Guck mal an, du. Ein Film trägt meinen Namen. Na, ich wieder. Werbung. Überall, wo einfach ein Name draufsteht, ein Spiel, ein Film. Genau, so ist es. Porn und Jewelry. Ah, kurz einbrechen, die Juwelen rausholen. Ach komm, Joel, nochmal schade. Oh. Zurück. Soll ich hier schießen oder kann ich mich auch an den vorbeischleichen?
Frage ist, wo ich vorbei soll, was? Achso. Frage ist, wo ich vorbei soll. Ja, dann habe ich. Habe ich gesehen, Eddie. Danke für den Tipp, aber trotzdem. Besser ist, wir lassen uns nicht sehen. Das wäre nämlich nicht gesund. Ich finde das immer so lustig, wie du dann einfach mit diesen Personen redest. Oh, Eddie, ducken. Ja. Hier ist ein Stolperdraht. Da geht sonst was in die Luft. Sehr gut. Schön langsam. Ah! Gott, 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 Gott. Alter, überall drüben hier, das ist. Wohin jetzt? Da drüben oder? Oh, Moment. Ich muss einmal ganz schnell auf Stopp stellen. Ich muss nochmal mein Tablet anschließen. Auf 5% Akku. Ich hab's vorher nicht aufgeladen. Okay. Kann passieren. Mann! Ach, was? Ah, nee, ich reg mich über das Spiel wieder auf. Ey, Entschuldigung, dass ich gerade so leise bin, aber ich bin übel drin. Es ist gut, es ist gar nicht schlecht, dass du leise bist. So ist es ja im Stream ein bisschen fürs Display auch ein bisschen angenehmer. Macht nichts. Ja? Nein, stopp, das soll sicher als nichts sein. Es ist nur auch mal schön, wenn es im Moment mal ein bisschen leiser ist. Das ist auch mal schön. Aber ganz gerne weiterreden. Ich glaube, die Scherze, die wir machen, sind ein bisschen unterhaltsam. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Schöne Antwort. Ich mach's anders. Ich wechsle ihn aus. So. Das Aufladekabel, wo ist mein Mobiltelefon? Da hinten. Ich hoffe nur, dass die Handystrahlung da nicht reinkackt. So. Switch. Es ist wieder so doof, dass ich wieder mitten im Stream meine Technik umschalten muss. Naja. Naja, was willst du machen? Da ist der Dashboard. Chat anmachen. So. Was ist mit Rittersport? Ich sag Chat und er versteht Rittersport. Ah ne, Quatsch, nee, ich sag Dashboard und er versteht Rittersport. Ja. Ah, mach Spiel speichern, wo ich gerade schon dabei bin. So. Was? Achso, ja. Hier. Yep, überschreiben einmal. Jetzt sieht man, glaube ich, gerade kurz nichts. Jetzt sieht man wieder was. Ach, die beiden Idioten, Alter. Ihr beiden Dreckspimmel, Alter. Ihr Pissgörn, ey. Ach, bin tot, wenn du sagst. Mal meinetwegen. Zeig mal dein hübsches Gesicht. Dann sage ich dir, wer stirbt. So. Aua! Ist ja gut. Ich habe verstanden, dass du sauer bist.
will aber nicht brennen. Ah! Lass den Molly stecken. Du bist ein Gemütsmensch. Das Feuer war doch wieder. Scheiße, ich kann kein Medikament mehr herstellen, hab auch keins mehr. Ich krieg einen Koch im Arsch, Alter. Ja. Meine Fresse. Oh ne! Leck mich auf den scheiß Arsch, du. Oh, der Typ hinter mir lebt einfach noch, Alter. Jetzt müssen wir von hier wieder starten. Ja, toll. Macht nix. Oh mein Gott, ich krieg einen fetten Dildo in den Arsch gerammt. Das will ich sehen. Da passt er bei dir gar nicht rein. Ey, Tochter, Mann. Achtung, Stolperdraht. Weiß wie. War der echt nur einer? Nö. So, komm her, ich knuddel dich dort. Komm her zu mir. Och komm! War einfach nicht schnell genug den Kerl erwürgen kann. Ich hätte lieber ein Messer benutzen sollen. Au! Sag mal! Wie oft soll ich dir noch. Na hör mal! Wie oft soll ich denn noch an deinen Scheißfädel schießen, damit du stirbst, Alter? Meine Fresse. Oh. Ich schieße ihm zigmal in den Schädel und er stirbt nicht. Richtig geil. Richtig geil. Ich hau dem gleich sowas, wenn ich tot finde, irgendwo hin. Ich krieg einen Cock im fetten. Himmel. Ah. Perfekt. So. So geht's schneller. Im Messer. Warte. Oh, ich brauch. Ah. Stimmt, ich habe Level 2 Klinge, da kann ich ja mehrmals betöten. Sehr gut, sehr gut. Jetzt bin ich mehr zu. Du klingst wie der große Pornostar, wenn du so redest. Jetzt muss ich jemanden. Als Daxati. Ja, sie macht Sport, sie hat gute Kunde. Alter, absolute Betonung. Falsch. Ja, sie. Was? Die Betonung war im Affen. Oh, boah, scheiß betont, ey. Leck mich, Spaß. Kommst du her, Typ? Chuck Gesell, ich töte dich. Jetzt wirst du nicht tot geknuddelt. Jetzt kriegst du richtig schön mit aller Herde ein Messer in den Hals. Ist auch was Schönes, oder? Sag mal, liegt hier zufällig noch irgendwas, was ich dir vor die Füße schmeißen kann, damit du mal guckst? Okay, jetzt wäre sowieso unschlau gewesen, wenn da zwei Typen auf einmal stehen. Da hinten steht noch einer. Ich könnte auch versuchen, mich da drüben hinzuschleichen, aber es macht vielleicht mehr Sinn, den erstmal. Ist der Bogen, oder ist der Bogen leise? Ist der, wenn ich den Bogen, wenn der Bogen leise ist, dann geht das vielleicht sogar. Nee, wenn du den Bogen schießt, macht er ganz laut. Boom!
Leg den Molly weg. Der Molly ist alles andere als leise. Was ist Molly? Molotow-Cocktail. Was sagen, Molly ist eigentlich eine Droge. Oh, oder? Davon weiß ich nichts leider. Das Wort kenne ich nicht unter dem unter dieser Rubrik. Kalt eigentlich. Oh ne, ich kann nicht auf den Panzer hochklettern. Schade. Lost. Da komm mal her jetzt! Ich brauche irgendwas, was ich dir in meinen Weg schmeißen kann. Oder ich versuche tatsächlich hier vorbeizukommen. Oh, ein Stein. Sehr gut, sehr, sehr gut. Aber jetzt schmeiße ich dem Stein vors Gesicht. Ja, guck nach. Kommt er wirklich her? Komm ich doch! Nein, 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 nein. Liegen bleiben. Sehr brav so. Boah, Ellie, nicht schlecht. Huch. Alle Achtung. Nee, ich brenne nicht. Ich brenne nur vor Leidenschaft. Hallo. Ja. Ich krieg richtig eine Akku-Attacke gleich. Holla! Das sind einige tote Soldaten. Das ist, was? Da lebt ja noch jemand. Was denn, Ellie, Herrgott? Der wollte uns töten. Der hat es nur verdient zu sterben. Was sagt sie denn? Herrgott, Joel! Macht ihr das die ganze Zeit? Nee, ab und zu mal. Der Tisch hat jetzt gerade eine angenehme Form angenommen. Aber muss so ein bisschen zurechtgestampft werden, weißt du? Da braucht man einen Stuhl. Ach, ja gut, dann wird jetzt der Stuhl geformt. Bleiben Sie dran, wenn Sie sehen wollen, wie sieht der Stuhl am Ende und der Tisch am Ende aussehen. Ach, Munition, das ist ja allerherrlichst. 50 Teile, oh geil. So, und wir haben gerade die 2 Stunden überschritten. Dann speichere ich mal kurz. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch was sieht, gerade wenn ich speichere. Ne, ich glaube nicht. Ja, genau, hier steht es ja auch. Ihr seht kurz nichts. Moment. So. Saski. So. Nun. Also, dann würde ich mal sagen, liebe Freunde. Ups. Entschuldigung, da war ich kurz weg. Das war's mit dem nächsten Part zu Last of Us. Ich mache, glaube ich, morgen direkt weiter mit dem nächsten Part, weil ich jetzt gerade wieder richtig im Spiel drin bin. Und jetzt würde ich mal sagen, fangen wir mal das, was er sagt, zusätzlich. Und wir fangen mit dem nächsten Horrorprojekt gleich an. Also hier auf Twitch dranbleiben und auf YouTube die erste Folge vom Horrorprojekt kommt. Müsst eigentlich direkt mit diesem Part hier kommen, also geduldet euch kurz. Und für euch hier im Stream, wir sehen uns gleich wieder. Eine Sekunde. Hört ihr uns dann auch noch, oder nicht? Ja, wir hören uns auch noch. Ich ändere nur,
Ich ändere einmal schnell das Spiel. Welches Schmuckstück nehmen wir denn? Ist die Frage. Slender war ja ein Wunsch. Wäre eine Möglichkeit. Aber. Nee, Emily Wants to Play lässt sich lieber weg. Oder zumindest jetzt noch nicht. Das spiele ich, wenn ich sterben will. Nee. Ich weiß es nicht. Mach ich denn? Einfach hier, ja. Noch in The Resident Evil. Weil ich dann eher schießen muss, als Horrorgefühl habe. Also. Was machen wir denn? Oh, warte mal. Ich spiele auch schwer und ich glaube auch Stufe 70. Sekunde, hier bin ich gerade mal wieder. Ich merke gerade, ich mache doch lieber den, weil es ja jetzt noch mit aufgenommen wird. Aber schnell den Stream jetzt sozusagen aus. Wird sowieso wieder ausgehen, wenn ich das nächste Spiel starte. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder auf Twitch und auf YouTube. Bis zum nächsten Part von Last of Us. Wir sehen uns dann. Ciao mit V. Tschö mit Ö. Ich bin und bleib der Wolfi. Bis dann.